Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen zu unserem heutigen Webinar. Wieder mit Delta Value, Philipp und Philipp bei mir. Optionsstrategien für jede Marktlage. Grüße in die Runde nochmal an euch. Danke, dass ihr da seid. Let's go. Genau. Also, verlieren wir keine weitere Zeit. Wir haben heute ein weiteres Webinar und freuen uns auf die nächste Zeit jetzt hier, indem wir über das Thema Optionsstrategien für jede Marktlage sprechen gemeinsam. Und ich würde sagen, wir verlieren auch gar keine große Zeit des Intros und starten direkt rein, oder Philipp? Ja, let's go, würde ich sagen. Okay. Also, kurze Fragerunde, damit wir auch so einen kurzen Eindruck, kurzen Check bekommen. Wer von euch handelt denn bereits Optionen? Vielleicht kurze Eins in den Chat, wenn ihr sagt, ihr handelt schon Optionen, dann können wir so ein bisschen einordnen, wo ihr gerade steht. Ah, da kommen auch schon die ersten Einsen. Okay, einige, die schon aktiv sind. Ja, perfekt. Perfekt. Auch noch nicht. Das ist auch gar nicht schlimm. Okay, schon einige, die auch länger dabei sind. Perfekt, seit 10 Jahren. Sehr gut. Also, haben auf jeden Fall einen guten Mix, egal ob ihr schon Optionen handelt oder nicht. Ich glaube, hier kann jeder von euch was mitnehmen. Und ich würde sagen, damit geben wir auch ganz kurz nur, wer wir sind und dann gehen wir auch in die Themen. Genau. Alright. Dann ganz kurz zu mir. Mein Name ist Philipp Malte-Lingenau. Ich bin studierter Wirtschaftsinformatiker und habe gemeinsam mit dem Philipp, der ja auch dabei ist, die Delta Value GmbH gegründet. Und das ist auch das, was wir auf der rechten Seite sehen. Mittlerweile einige Mitarbeiter, die da herum sind. Und alles, was wir euch heute im Webinar zeigen, kommt 100% auch aus unserem Echtgeldhandel. Wir haben eine angeschlossene Beteiligungsgesellschaft. Und das heißt, wir sprechen hier nicht nur über Theoriewissen, sondern geben euch immer einen Praxiskniff an der Stelle auch mit, um eben dann auch das in die Praxis überführen zu können. Genau, sind also beide aktive Händler, handeln das Kapital sowohl privat als auch in der GmbH. Vielleicht rechts einige kurze Meilensteine, damit ihr misst, mit wem ihr es jetzt zu tun habt, nicht nur als Person, sondern welches Team auch dahinter steht. Und zwar haben wir in den letzten Jahren ja sehr viel dran gesetzt, dass wir das Wissen nicht nur in Theorie, sondern auch in der praktischen Umsetzung an Teilnehmer unserer Ausbildungsprogramme bringen können. Da ist eben nicht nur wichtig, dass man sich fachlich auskennt und in der Umsetzung, sondern auch didaktisch die Dinge eben gut erklären kann. Das Ganze haben wir deswegen auch zur staatlichen Zulassung übergehen lassen. Und vielleicht kannst du das kurz animieren, die Punkte. Genau, erstes Ausbildungsformat in der Form gibt es seit 2017. Die Gründung der Firma war dann 2019, sind also auch hier schon einige Jahre am Start, haben auch schon viele Teilnehmer betreut und betreuen dürfen und betreuen diese immer noch, haben 2020 dann auch, da sind wir besonders stolz drauf, das staatliche Siegel bekommen als staatlich anerkanntes Ausbildungsunternehmen, als einer der ganz, ganz wenigen Anbieter im Finanzbereich überhaupt. Das soll heißen, ihr könnt euch hier auch darauf verlassen, dass wir auch didaktisch auf hohe Qualität achten und auch achten müssen, weil wir hier regelmäßig geprüft werden. Also Theorie reicht nicht, auch die Umsetzung wird hier gemessen. Seit 2021 auch der Handel in der eigenen Beteiligungsgesellschaft, wie gerade erwähnt, und seit 2022 die zweite staatliche Anerkennung für ein deutlich größeres, umfangreicheres Ausbildungsprogramm, bei dem es zum Beispiel um Themen geht wie Derivatehandel im weiteren Sinne, das heißt Rohstoff-Future-Optionen, bärische Strategien auf Aktien, die Gründung einer Trading GmbH auch für Privatpersonen, die das eben gesellschaftlich machen möchten, der Indexhandel, der Optionshandel eben in längerer Frist, aber auch Optionshandel mit kurzen Laufzeiten, sogenannte Zero DTEs, also Laufzeiten von weniger als ein Tag Restlaufzeit. Das sind auch Themen, die wir behandeln, damit ihr ein bisschen wisst, wo wir herkommen. Es geht aber nicht nur darum, jetzt irgendwie in die Breite zu gehen, sondern auch die einzelnen Strategien einfach gut umsetzen zu können. Und da möchte ich euch heute ein bisschen einen genaueren Einblick verschaffen. Ja, ganz genau. Unser generelles Ziel, wofür stehen wir oder woran möchten wir uns gerne auch messen lassen, sind die folgenden Punkte. Wir möchten generell einfach den Vermögensaufbau ja salonfähig machen mit Optionen. Das heißt, wir möchten einerseits klar machen, dass das Investieren in Aktien systematisch möglich ist, aber dass wir es auch mit Optionen noch besser hinbekommen. Noch höhere Rendite, noch weniger Portfolioschwankungen und das eben systematisch nachweisbar. Wie funktioniert das Ganze? Wir achten vor allem auf eine ganz solide Aktienauswahl. Ihr kennt uns vielleicht auch schon aus dem einen oder anderen Webinar von CapTrader, wo wir darauf etwas spezieller eingegangen sind. Falls jemand am Anfang dieses Jahres in der zweiten Januarwoche dabei war, dann einfach nochmal ein freundlicher Gruß auch an den Chat. Haben wir auch auf die Aktienauswahl ein bisschen Wert gelegt, haben euch das erklärt. Und das vererbt sich durch
aus auch auf die Option durch. Das wäre der zweite Punkt, nämlich die monatliche oder regelmäßigen Einkommen zu generieren und zwar zusätzlich zu Kurssteigerungen. Auch ein Thema, das leider noch viel zu wenig verbreitet ist in Deutschland. Also wie kann ich zum Beispiel auf Aktien Optionen handeln und bekomme die Prämie zusätzlich zum Kurs, zusätzlich zur Dividende obendrauf. Einige von euch handeln bereits Optionen, haben wir ja im Chat gerade festgestellt. Viele kennen es aber auch noch nicht so sehr. Deswegen möchte man einfach kurz ansprechen, das ist möglich. Und wenn ihr es zum ersten Mal hört, dann seid ihr, glaube ich, heute schon genau richtig und hört einfach genau zu. Ja, das habe ich gerade schon angeteasert, zusätzliche Einkommensstrategien durch Optionen. Damit ist gemeint, dass wir nicht nur auf Aktienoptionen beschränkt sind, sondern dieses zusätzliche Einkommen auch in anderen Assetklassen, also Anlageformen, erzielen können. Das könnten zum Beispiel sein Indizes, die sind noch sehr verwandt mit den Aktienmärkten logischerweise, aber auch Klassen, die wirklich gar nichts mehr mit Aktienmärkten zu tun haben, zum Beispiel Rohstoffanlageklassen oder die Volatilität als Anlageprodukt, auch das lässt sich handeln und auch da kann man regelmäßige Einkommensstrategien erwirtschaften. Ganz genau. Immer unter der Prämisse bei völlig akzeptablem Zeitaufwand. Genau. Ja, kommen wir mal ein bisschen zum Fokus in diesem Webinar. Wir möchten euch einen Eindruck geben, wie wir dieses ganze große Fass an der Optionswelt jetzt richtig aufbrechen können. Es geht nämlich jetzt darum, heute zu sagen, was gibt es überhaupt für Optionsstrategien oder für Kombinationen, die ich handeln kann und welche sollte ich eigentlich auswählen, wenn ich eine gewisse Markterwartung habe. Das ist ja das Thema, das heute auf dem Bildschirm auch steht. Es geht darum, jetzt nicht so sehr zu sagen, wie kann ich jetzt die Zukunft vorhersagen oder was ist die Glaskugel, damit ich eine gewisse Markterwartung haben kann. Wir gehen ein bisschen davon aus, dass ihr einfach in der Lage seid, selber in der Aktienwelt, in der Rohstoffwelt, euch eine gewisse Markterwartung zu erarbeiten. Trotzdem, selbst wenn ihr das habt, ist das teilweise für einen Einsteiger oder sogar für einen Fortgeschrittenen gar nicht so leicht zu entscheiden, was ist aber jetzt eigentlich die passende Optionsstrategie für meine Erwartung. Also angenommen, ihr glaubt, ein Basiswert würde steigen. Was würdet ihr eigentlich jetzt auswählen? Oder ihr glaubt, er würde vielleicht nur leicht steigen, bleibt vielleicht aber auch seitwärts oder fällt vielleicht auch nur leicht. Was wäre dann die richtige Strategie? Das ist teilweise auch schon komplex. Worum es hier eigentlich also geht im Webinar, ist den Handwerkskasten mal genauer anzuschauen. Was für Werkzeuge haben wir da eigentlich drin? Und das möchten wir heute erreichen. Wir möchten euch eine Übersicht geben über die verschiedenen Optionsstrategien und deren Anwendbarkeit je nach Marktlage, also in Abhängigkeit der Marktlage. Natürlich werden wir nicht alle 50, 60, 70 Optionsstrategien durchsprechen, aber die allerwichtigsten, die 99% des Handels ausmachen, die haben wir mit drin und damit solltet ihr ewig lange gut auskommen und auch eine ganz wertvolle Inspiration, glaube ich, haben, euren Handel nochmal da einfach gegenzumessen. Ein, zwei Bedingungen haben wir da mitgeliefert, nämlich wir sprechen jetzt erst einmal von Kombinationen, die wir auch wirklich selbst nutzen, wie gerade schon erwähnt. Es gibt sicherlich auch immer exotischere Konstrukte nochmal on top oder es gibt vielleicht auch verschiedene Laufzeiten von Optionen. Da gibt es immer noch Möglichkeiten, das noch zu verfeinern, aber wir wollen euch einen ersten Startpunkt geben, der, glaube ich, wirklich schon sehr intensiv heute ist. Das ist aber wisst, das ist natürlich jetzt nicht die ganze Fülle, aber wir decken, glaube ich, 99% ab. Der zweite Punkt ist, das ist alles unabhängig vom Basiswert. Das heißt, die Basiswerte sind völlig austauschbar, trotz allen Strategien, die wir euch heute zeigen. Wir besprechen zum Beispiel nachher, ich nenne es mal ein Fachwort, falls ihr es noch nicht könnt, einen sogenannten Iron Condor, eine ganz spezielle Optionsstrategie. Und die kann ich handeln auf Aktien, aber die kann ich auch auf Rohstoffe handeln und auf Indizes. Also das ist unabhängig vom Basiswert. Solange es Optionen gibt auf den Basiswert natürlich und solange die auch halbwegs liquide handelbar sind, sind diese Strategien anwendbar. Nehmt das also auch bitte so mit, je nachdem, was ihr handelt, sogar im Währungsbereich wäre das möglich, damit zu arbeiten. Ja, und die letzte Prämisse an der Stelle, das ist alles ein kleiner Teil von dem, was wir auch in unserem eigenen Handel umsetzen. Das heißt, es ist ein wichtiges Handwerkszeug, das zu verstehen, was wir für Strategien haben. In unseren Ausbildungsprogrammen, aber auch in unserem eigenen Handel ist das eben ein Puzzlestück, ein wichtiges Puzzlestück, aber eben nur eins. Was wir generell bei uns eben machen, ist da eine chronologische Aneignung von Wissen, die einer Pyramide gleicht. Sprich, wir beginnen immer, und das ist auch unsere Empfehlung an euch, wenn ihr sagt, ihr wollt euch das aneignen, beginnt immer mit den ersten zwei blauen Stufen. Also versteht erstmal, wie Aktien ausgewählt werden können. Also welche Aktien sind zum Beispiel eher bodenständig, schwanken weniger, haben überschaubare Risiken und keine unnötigen zu hohen Risiken. Wie kann ich Aktien bewerten und wie kann ich jetzt auch Aktienoptionen selektieren auf diese Aktien? Das ist eine Butter- und Brot-Strategie, die handeln wir immer,
egal, wenn wir hier und da auch mal über Rohstoffe oder Indizes und alles Mögliche sprechen, die läuft immer durch, immer, immer, immer. Können wir auf jeden Fall empfehlen. Und mit dahin schwingt auch eben die Basis auf dieser Pyramide. Ihr solltet euch mit Portfolioallokation auseinandersetzen. Ist ein sperriges Wort, ist aber einfach nur gemeint, wie mixe ich eigentlich mein Portfolio, wenn ich mehrere Sachen gleichzeitig handle. Zum Beispiel habe ich vielleicht ein paar Aktien, ich habe aber auch ein paar Aktienoptionen, ich habe vielleicht aber auch Optionen auf andere Basiswerte. Wie mische ich das jetzt ordentlich durch, dass ich mich hier nicht verzocke, nicht überhebelt bin, aber auch nicht zu viel Cash horte und zu wenig handle? Ja, da gibt es eine gute Balance und das ist gerade für den Startpunkt sehr wichtig. Wer dann weiter fortschreitet und sagt, ich möchte auch ja weitere Einkommensstrategien fahren, ich möchte noch mehr auf diesen Cashflow-Gedanken, auf diese Zusatzeinkommen arbeiten und die Aktien eher mal mitnehmen, wenn der Preis stimmt, aber ich möchte einfach unabhängiger vom Gesamtmarkt arbeiten, der braucht weitere Cashflow-Strategien in anderen Anlageklassen, zum Beispiel im Bereich Rohstoffen, im Bereich marktneutralen Indexstrategien, im Bereich von Volatilitätsprodukten und so weiter und so fort. Die Idee ist immer dieselbe, extra Zusatzeinkommen, aber bitte möglichst unabhängig vom Markt geschehen. Das ist die Zauberformel. Gerade schon angeteasert, das bedeutet zum Beispiel, dass wir uns im Bereich Future-Optionen oder Index-Optionen schlau machen müssen, sobald wir auf die nächste Stufe kommen wollen. Und die allerletzte Stufe wäre dann die Spitze. Je nachdem, wie ihr aufgestellt seid vermögenstechnisch, kann es sehr wohl Sinn machen, auch eine vermögensverwaltende GmbH zu gründen oder sich über Steueroptimierungsthemen Gedanken zu machen. Das heißt, bei größeren Konten, ja ganz, ganz grob ab einem knapp sechsstelligen Bereich kann sich das rechnen. Zuletzt noch keine finale steuerrechtliche Beratung sein, natürlich das niemals, aber das ist ein grober Anhaltspunkt, aber wenn ich sowas rechnen kann, dann könnt ihr auch überlegen, ob es nicht Sinn macht, das auszugliedern oder zumindest zweigleisig zu fahren. Hoffe, damit habt ihr auch neben dem Fokus, um den es heute geht, eine kleine Guideline, wie wir denken und was wir in der Chronologie wissenstechnisch uns was wir empfehlen würden, würde aber jetzt sagen, wir machen langsam, wir schließen den Kreis und gehen mal zurück in das eigentliche Thema. Genau. Genau. Optionsstrategien für jede Marktlage, also heutiger offizieller Startpunkt des Webinars. Wir möchten euch zeigen, welche Strategien ihr wählen sollt in Abhängigkeit einer bestimmten Marktlage, / Markterwartung. Marktlage heißt ja eigentlich immer nur, wie sieht der Markt gerade aus? Und wenn ich weiß, wie der Markt gerade aussieht, dann ist es ja schon vorbei. Das ist ja dann schon Vergangenheit. Das heißt, da steckt auch immer dahinter, was glaube ich, was wir jetzt in den nächsten Tagen, Wochen oder Monaten für einen Markt haben werden. Darauf basierend wird ja am Ende die Optionsstrategie selektiert. Also nehmt das einfach als Synonym an diesem Punkt, Optionsstrategien für jede Markterwartung, für jede Marktlage. Und damit werden sich auch die ersten Fragen schon aufmachen, nämlich was ist denn überhaupt eine Marktlage, was kann ich da unterscheiden? Und wir haben entschieden, dass wir das Webinar heute genau an diesen Marktlagen aufhängen. Ich glaube, das ist logisch, weil wir relativ viele Strategien besprechen werden in kurzer Zeit, dass ihr eine Gliederung habt, was passt zu welcher Phase und wir müssen die erstmal vereinfachen. Und zwar haben wir entschieden, dass wir, seht ihr hier in den Kapiteln, zweites, drittes, viertes Bild, wir selektieren Optionsstrategien nach tendenziell seitlichen Märkten, tendenziell steigenden Märkten und tendenziell fallenden Märkten. Überall wird tendenziell betont, weil wir natürlich nicht genau wissen, was die Märkte machen. Das natürlich nicht. Wir haben nur statistische Erwartungswerte. Und zweitens gibt es ja nicht den einen steigenden Markt. Der kann ja auf ganz verschiedene Art und Weisen steigen. Ja, und deswegen würde ich sagen, weil das ja auch eine Gemengenlage ist, die nicht eindeutig ist, denn ein Seitwärtsmarkt kann ja auch quasi im Stundenchart vorliegen, in kurzer Frist, während wir in langer Frist einen Aufwärtsmarkt haben. Das kann sich auch noch überlagern. Das macht es auch nicht wirklich einfacher. Würde aber deswegen sagen, wir geben mal eine Frage an euch zurück, nämlich, welche Marktlage liegt denn eurer Meinung nach gerade vor? Egal, ihr müsst jetzt gar nicht irgendwie allgemein antworten. Für euch persönlich, das, was ihr handelt, was liegt eurer Meinung nach gerade für eine Marktlage vor an den Aktienmärkten? Genau, schreibt mal gerne in den Chat, dann speichern wir das aus und würde sagen, ordnen danach mal ein bisschen ein. Ja, perfekt, da kommen auch schon die ersten Antworten. Bullish, leicht steigend, Seitwärtstrend, kurzfristig steigend, noch Seitwärtsmarkt, leicht steigend, Long, Seitwärtsmarkt, leicht steigend. Bullish. Stark steigend, ja, okay. Long, okay. Also schon mal keine Eindeutigkeit, können wir glaube ich festhalten. Ja. Nicht ganz eindeutig, genau. Jetzt habe ich es natürlich nur auf den Aktienmarkt bezogen. Können wir noch auf andere Märkte übertragen, dann würde, glaube ich, klar werden, man kann das unterschiedlich sehen, ob das jetzt zeitlich steigend ist oder auch fallend. Und würde deswegen sagen, wir einigen uns auf ein Template,
auf ein Denkkonstrukt auf der nächsten Folie und besprechen erstmal, wie man überhaupt eine Marktlage unterscheiden könnte. Es gibt sogar mehrere Phasen, nämlich auch eine Marktlage, die jetzt keiner erwähnt hat, die auch relevant ist für uns Optionshändler. Dazu aber gleich mehr. Wir würden sagen, folgende Marktlagen können wir unterscheiden, vor allem mit dem Fokus auf Optionshandel. Ja, und damit ist übrigens gemeint, das nochmal vorab, was ist die Marktlage? Immer bezogen auf das, was ihr handelt. Das kann zum Beispiel der Gesamtmarkt sein. Es ist aber auch die Marktlage bezogen auf eine konkrete Aktie. Wenn ihr sagt, ihr wollt die Apple-Aktie handeln oder eine deutsche Aktie meinetwegen, ja, dann gibt es natürlich auch in der Aktie eine Seitwärtsphase, steigende Phase, fallende Marktphase. Auch in Branchen, Futures und so weiter ist das möglich. Einfach, dass ihr es nochmal gehört habt. Das kommt eben auf das Konstrukt an, das ihr handelt. Ja, was können wir als erstes unterscheiden? Genau. Als erstes können wir die Richtung unterscheiden. Das ist ja auch so ein wenig, was jetzt von den Kommentaren wir so ein bisschen gerade hier herauslesen. Und wenn wir auf der Richtung argumentieren, dann sehen wir, da gibt es drei Bereiche oder drei Fälle, die eintreten können. Bärisch, also tendenziell fallende Märkte. Neutral, also tendenziell seitwärts laufende Märkte. Und bullische Märkte, also tendenziell steigende Märkte. Und das ist quasi eine Möglichkeit, das Ganze einzuordnen. Genau. Ganz wichtig zu betonen, ja, Fokus Optionshandel ist, dass wir eben auch Seitwärtsmärkte überhaupt haben. Wer jetzt Optionen noch nicht handelt oder noch nicht viel gehandelt hat, der kennt vielleicht die klassische Welt aus den Aktien, vielleicht auch aus dem, auch wenn er kurzfristig getradet hat, vielleicht Währung gehandelt hat, aber da arbeitet man in der Regel direktional. Das heißt, ich muss eine Marktmeinung haben und dann muss der Kurs in die Richtung steigen oder fallen und ich muss richtig gelegen haben. Im Optionsbereich, das wissen die Fortgeschrittenen schon, kann ich aber auch Geld verdienen, wenn der Markt seitwärts läuft, in einer gewissen Bandbreite natürlich. Ich also vielleicht gar nicht genau weiß, wohin der Kurs läuft und trotzdem Geld verdienen. Und deswegen ist das eine separate Phase. Dazu gleich nochmal eine Anmerkung. Ein zweiten Punkt, den man definitiv aber auch anmerken kann, das wäre die Marktlage gemessen an der Volatilität. Ja, und die Volatilität, das ist beim Optionshandel besonders wichtig. Wir reden hier von der impliziten Volatilität. Also wie sind Optionen gerade gepreist? Sind die eher überdurchschnittlich hoch gepreist oder unterdurchschnittlich tief? Oder was ist da die Erwartung? Wenn sie zum Beispiel übermäßig hoch bepreist sind, de facto jetzt gerade, kann die Markterwartung sein, dass die Volatilität fallen wird insgesamt. Warum? Weil sie zuvor überdurchschnittlich hoch war. Genauso gut kann eine Volatilität aber auch historisch gering sein. Dann ist die Markterwartung durchaus nachvollziehbar, dass ich glaube, die wird zunehmen. Und auch danach können sich die Optionsstrategien unterscheiden. Dazu haben wir auch einen schönen Abschlussslide heute mitgebracht als Exkurs und das könnt ihr dann gerne euch auch mitnehmen, dieses Wissen. Ganz genau. Okay. Gehen wir einen Schritt tiefer. Ein Schritt tiefer. Die Marktphasen, die wir jetzt gerade aufgemacht haben, und das habt ihr, glaube ich, auch tendenziell schon gemerkt, als ihr in den Chat geschrieben habt, die sind jetzt hier schematisch. Das heißt, es gibt natürlich niemals die eine Marktphase. Es gibt nicht drei Stück steigend, seitlich und fallend, sondern ich kann das noch viel feiner aufmachen. Das werden wir gleich rechts am Diagramm erklären, würde aber sagen, links kurz, in kurz und schmerzlos die Theorie. Die Marktphasen sind schematisch, also vereinfacht, bedeutet, in der Praxis gibt es mehr als nur diese drei Phasen. Aber warum ist das wichtig? Warum wollen wir das betonen? Dritter Punkt. Ein Markt kann nämlich auch leicht steigen, das haben einige von euch im Chat auch schon geschrieben, er kann auch stark steigen, beides wäre ein steigender Markt, aber eben doch unterschiedlich für den Optionshandel. Er kann aber auch ganz andere Dinge machen. Er kann seitlich laufen, stark abbrechen, leicht abbrechen, wie auch immer. Und jetzt ist es wichtig zu verstehen, als Optionshändler könnt ihr von mehreren Phasen auch gleichzeitig profitieren. Warum das so ist, wird gleich klar. Kurz aber nochmal die Information, wirklich auch auf den Folien. Bestimmte Optionsstrategien funktionieren in mehreren Phasen gleichzeitig, beispielsweise eben in Seitwärtsmärkten, aber auch in stark oder leicht steigenden Märkten und vielleicht sogar zusätzlich sogar noch in leicht fallenden Märkten. Also eine und dieselbe Strategie würde in allen drei Punkten ihren maximalen Gewinn erwirtschaften. Damit höre ich schon irgendwie raus, hoppla, damit gewinne ich ja fast immer. Und genauso ist es auch eine Eigenheit von Optionen, vor allem wenn ich auf der Verkäuferseite bin, wenn ich sogenannter Stillhalter bin, ist, dass ich in der Regel nicht für eine bestimmte Richtung handle. Also ich habe nicht eine Markterwartung, die in eine bestimmte Richtung geht, sondern ich wette teilweise auch einfach gegen alle anderen. Das rechte Diagramm soll das jetzt ein bisschen klar machen. Ich habe hier ein ganz
schematischen Kursverlauf eines Basiswertes. Das könnte zum Beispiel eine Aktie sein oder auch ein Rohstoff, der hier blau markiert ist. Und das ist in dem Fall ein ganz einfacher, ja, eine einfache Strategie, ein Short Put. Dazu auch gleich ein bisschen mehr, was das ist. Und dieser Short Put hat einen Strike. Und wenn der Kurs unter den Strike rutscht, mal ganz vereinfacht gesagt, bei Fälligkeit, dann ist dieser Short Put im Verlust. Das muss nichts Schlimmes sein. Es kann nämlich auch sein, dass ich einfach eine Aktie haben möchte. Dann wäre das gar nicht schlimm. Aber zumindest mal in sich geschlossen wäre sie dann im Verlust. Und zwar nur, wenn sie unter die orangene Linie fällt, wo dieses A davor steht. Das wäre der Strike-Preis. Das heißt aber, dass ich in allen anderen Phasen gewinnen würde. Alle grünen Pfeile zeigen an, wo hätte ich gewonnen. Wenn also der Basiswert leicht gefallen wäre, also leicht fallender Markt, hätte ich den vollen Gewinn gehabt. Wäre seitlich gelaufen, hätte ich den vollen Gewinn gehabt. Wäre leicht gestiegen oder stark gestiegen, hätte ich den vollen Gewinn gehabt. Das heißt, man könnte sagen, für steigende Marktphasen und für Seitwärtsmarktphasen ist der Short Put die richtige Strategie. Und jetzt sagen wir nein, wir müssen ein bisschen konkreter werden. Ist ja auch so ein leicht fortgeschrittenes Webinar heute für euch. Das ist natürlich im Rückblick so, dass ich sagen kann, ich freue mich, ich habe Gewinn gemacht mit dem Short Put. Wenn ihr aber jetzt die Markterwartung hättet, dass ein Basiswert stark steigen würde, wenn das einfach eure Erwartung ist, ihr müsst selber dann für euch entscheiden, warum ihr die Erwartung habt. Aber wenn ihr sagt, der Basiswert wird stark steigen, dann ist der Short Put nicht die richtige Strategie, weil damit bekommt ihr ja nur eine Prämie. Mehr könnt ihr gar nicht verdienen. Wenn ihr aber die Erwartung habt, ein Basiswert wird stark steigen, dann solltet ihr wahrscheinlich eher den Basiswert haben oder eine andere Optionsstrategie, die viel mehr profitiert, wenn er wirklich steigt. Also der oberste grüne Pfeil, der wäre dann fällig. Wenn ihr aber sagt, ich habe eben so eine Insider-Information nicht, dass der Basiswert steigt. Ich habe eher so eine vage Erwartung, dass der Aktienpreis das macht, was er bisher auch immer gemacht hat. Er bleibt in der ungefähr seitlichen Range, entwickelt sich vielleicht statistisch leicht aufwärts. Dann ist der Short Put nicht schlecht, weil ich habe eine große Bandbreite, wo ich Gewinn mache. Und das Credo ist eigentlich, dass ich nur dann einen Nachteil habe, wenn der Kurs wirklich stark steigen würde. Aber davon kann man in der Praxis ja eigentlich kaum ausgehen. Ich habe ja keine Insider-Information in der Praxis. Also lange Rede, kurzer Sinn. Das soll zeigen, dass wir die Optionsstrategien, die wir jetzt in den nächsten Minuten euch vorstellen, schematisch eingegliedert haben in die Marktphase, in der sie in der Regel statistisch gesehen am häufigsten vorkommen und den häufigsten Gewinn machen. Ja, das wird auch gleich klar in der Gliederung. Aber wenn ihr Randfragen habt, dazu bitte in den Chat. Hoffe aber, das ist jetzt schon mal vorab ein bisschen klarer geworden, wie wir hier denken. Genau, wir moderieren dann die Fragen, die kommen parallel rein. Ja, bevor wir da jetzt etwas tiefer einsteigen, wir hatten ja gerade im Chat schon gesehen, dass einige aktiv im Handel sind, dann würde uns mal jetzt so vorab interessieren, welche Optionsstrategien handelt ihr denn bevorzugt? Oder gibt es da schon spezielle Sachen, die ihr gerne handelt oder häufig in der Frequenz oder bisher vielleicht auch einfach gehandelt habt? Ja, da kommen auch schon die ersten Antworten. Bull Put Spread, Short Put, Short Call. Short Put, Cash Secured Puts, Long Call, Stillhalter, noch Anfänger, Stillhalter, interessiert auf jeden Fall an Butterflies und Iron Condors, okay, Bonusstrategien, Kalender Spreads, okay, schon eine relativ große Breite, würde ich sagen. Ja. Sehr interessant, okay. Kalender Spreads auch, quasi Optionen mit verschiedenen Laufzeiten, heute nicht so im Fokus, trotzdem interessant, die Wheel Strategie, die am Ende auch aus Cash Secured Puts und Short Calls besteht oder Covered Calls, wird man alles gleich abarbeiten. Perfekt, vielen Dank. Damit haben wir ein breites Bild und glaube ich auch, das war ein bisschen unsere Hoffnung, dass wir ein breites Publikum haben an Händlern, die verschiedenste Strategien handeln, weil dann heißt es für uns auch, dass jeder von euch wahrscheinlich von dem Blick über den Tellerrand hinaus ein bisschen was mitnehmen kann. Ja, ganz genau. Okay. Okay. Damit wären wir im nächsten Kapitel bereits angelangt, nämlich ja, tatsächlich die erste Marktphase, die wir jetzt hier besprechen wollen. Optionsstrategien für seitliche Märkte oder eben für die Erwartung eines seitlichen Marktes in naher Zukunft. Was würden wir da empfehlen und was würden wir da, wie sehen die Strategien dann im Einzelnen aus? Genau. So, und jetzt würde ich sagen, ich glaube, reinzeichnen kann ich nicht, Philipp, oder? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, du müsstest reinzeichnen können, aber wenn nicht, kann ich dich auch gerne unterstützen hier. Ich schaue gerade mal. Ich habe kein Zeichentool leider. Egal, wir kriegen es gut hin. Und zwar haben wir hier den Short Put als erste Strategie für einen Seitwärtsmarkt und möchte euch jetzt an diesem ersten Beispiel erklären,
was wir hier alles auf dem Foliensatz haben, weil wir haben jetzt sehr viele Strategien und der Aufbau der Folien ist immer derselbe. Deswegen gehen wir kurz grob drüber, dann im Detail und dann sind wir auch fit für die nächsten Slides. Also, auf der linken Seite findet ihr erstmal zwei Diagramme und zwar erstens ein sogenanntes Auszahlungsdiagramm oder auch Payoff-Diagramm. Soll heißen, das zeigt euch, wie die Option sich entwickelt in Abhängigkeit der Entwicklung des Basiswertes, also der Aktie. Das ist das häufigste Diagramm, was man findet, wenn man irgendwie googelt nach Optionsstrategien, findet man solche komischen Diagramme. Haben vielleicht viele von euch schon gesehen oder von den Anfängern, ihr werdet sehr zeitnah drauf stoßen. Wir sind nicht überzeugt, dass das der beste Weg ist, Optionen zu erklären, können wir gleich sagen. Das kommt sehr stark aus der akademischen Welt. Das hat auch seine Daseinsberechtigung, um Details zu klären, aber es ist sehr, sehr verwirrend. Warum ist das verwirrend? Weil wir auf der Y-Achse Gewinn und Verlust haben der Option. Ja. Wir haben aber auf der X-Achse nicht die Zeit. Das kennen wir nämlich aus dem Aktienchart, dass nach rechts die Zeit abgetragen wird. Hier wird aber nicht die Zeit abgetragen, sondern hier wird die Bewegung des Basiswertes abgetragen. Jetzt können wir mal kurz einen Punkt aufmachen. Angenommen, wir wären jetzt am Strike A auf dem linken Diagramm und der Kurs würde steigen. Ja, wie ist das eigentlich zu lesen? Das würde heißen, der Kurs würde nach rechts laufen. Was würde jetzt die Option machen? Jetzt müsst ihr gucken, was würde jetzt die blaue Linie machen? Die würde sich nicht verändern. Sprich, bei Fälligkeit, diese Grafik bezieht sich immer auf Fälligkeit tendenziell, würde sich die Option nicht mehr verändern, wenn der Kurs noch weiter steigen würde. Würde er aber nach links fallen unter den Strike, dann würde er immer weiter in den Verlust fallen, je weiter ich falle. Ja? Je weiter es nach links geht, umso weiter fällt der Gewinn, der Verlust der Option zutage. Er wird immer stärker. Das ist immer, finden wir logisch, wenn man sich kurz einen Moment Zeit nimmt, aber es ist nicht so intuitiv, dass es direkt ins Hirn geht. Und wir handeln eben in der Regel dann durch Setups aus dem Chart heraus. So macht es am Ende ja jeder. Egal, ob er in der Trader Workstation arbeitet, von CapTrader und dort die Charting-Plattform hat oder andere Charting-Plattformen im Browser nutzt. Man kennt ja den Chart erstmal und dann guckt man, welche Strategie passt. Wir empfehlen daher, auch für den restlichen Teil des Webinars heute, die rechte Grafik. Das ist ein stinknormales Kursdiagramm. Das heißt, so wie wir es kennen, wir haben links Kurs des Basiswertes auf der Y-Achse. Das heißt, das ist die Achse zum Beispiel und auf der X-Achse haben wir die Zeit. Ja, wie finden wir jetzt raus, wie die Option sich verhalten würde im Zeitverlauf? Antwort gar nicht. Das braucht uns hier nämlich auch erstmal gar nicht interessieren. Wir wollen nämlich nur die einzelnen Fälle besprechen. Gucken wir es kurz an. Der Basiswert steht zum Beispiel jetzt gerade oberhalb des Strikes. Ja, das heißt, der blaue Punkt ist hier oberhalb von dem Strike A. Und wenn der Kurs jetzt unverändert weiterlaufen würde nach rechts, hätten wir ja quasi einen Seitwärtsmarkt, dann hätte ich den vollen Gewinn. Ja, dazu auch gleich ein bisschen mehr. Wenn er weiter steigen würde, hätte ich auch den gleichen Gewinn. Und das könnte ich jetzt zum Beispiel auf der linken Achse, auf der linken Diagramm wieder ablesen. Das entspricht nämlich nichts anderem, als dass ich beim Strike A nach oben gelaufen bin oder im ersten Beispiel einem Strike A einfach oberhalb des Strikes einfach geblieben bin. Ja. Ihr merkt aber, in der rechten Darstellung ist das ein bisschen einfacher. Ich habe eine Option, die ist immer orange markiert bei uns. Und der Strike, das ist A, also der Buchstabe A in dem Fall, der läuft immer horizontal. Das ist quasi ein Preisniveau. Und die Fälligkeit ist dann die vertikale Zeitachse. Da ist also die Option irgendwann fällig. So würden wir jetzt arbeiten. Und ich glaube, jetzt können wir schon mit dem Diagramm besser arbeiten. Als nächstes erklären wir noch einmalig genauer die Darstellung auf der rechten Seite, nämlich die Markterwartung. Fangen wir damit mal an. Ihr merkt gleich, dass wir dort mit einem Farbverlauf gearbeitet haben, weil die Grenzen sind ja eben schwimmend. Wir haben also eine Strategie, die vor allem profitiert, wenn der Markt oder wenn meine Markterwartung neutral ist, ich also einen Seitwärtsmarkt erwarte. Ja, warum? Wenn ich zum Beispiel auf dem Kursdiagramm sehe, ich hätte eine Markterwartung, die seitlich ist und der Kurs wäre auch seitlich gelaufen, hätte ich ja den vollen Gewinn gemacht. Wäre sie gestiegen, hätte ich auch den vollen Gewinn gemacht. Wäre sie leicht gefallen, hätte ich auch einen Gewinn gemacht. Und deswegen seht ihr, dass dieses Spektrum rechts oben, der Farbverlauf, auch noch leicht bärisch markiert hat, aber auch leicht oder stark bullisch durchaus. Wir aber auch gesagt haben, so richtig stark bullisch dürfen wir auch nicht sein. Der letzte graue Bereich bei bullisch, den haben wir nicht markiert, weil wenn ich wirklich so bullisch bin, ist das nicht die richtige Strategie. Dann müsste ich eher den Basiswert direkt kaufen oder meinetwegen eine andere Optionsstrategie handeln, die eben davon profitiert. Ich hoffe, das ist ein bisschen klar geworden, dass es hier keine harten Linien gibt. Zweiter Punkt.
wichtig für Optionshändler zu verstehen. Da gehen wir heute ein bisschen zügiger drauf ein, weil das ist ein Thema, das sprengt einfach den Rahmen. Das ist die Auswirkung des Zeitwertverfalles. Das heißt, das Verstreichen der Zeit, spielt uns das eher in die Karten oder läuft die Zeit gegen uns? Und das kommt darauf an, ob ich vor allem eher Netto-Optionskäufer bin oder Netto-Optionsverkäufer. Wir reden jetzt hier über einen Short-Put. Das heißt, wir sind Verkäufer einer Put-Option und da spielt die Zeit für uns. Wenn also die Zeit hier verstreicht, wird es immer wahrscheinlicher, dass wir den Gesamtgewinn, also die Gesamtprämie behalten dürfen, wenn wir die Option hier über dem Strike so entsprechend aufgemacht haben. Das ist also etwas, was positiv sich auswirkt. Zweitens haben wir die Auswirkung einer Zunahme der impliziten Volatilität. Das ist der Begriff, den wir gerade bei den Marktlagen aufgemacht haben. Und zwar, was würde passieren, wenn Optionen jetzt teurer werden, die IV also zunimmt? Ich bin ja Verkäufer in dem Fall bei dem Shortput. Also wenn der Preis jetzt zunimmt, dann wird das negativ sein für mich. Das heißt, der Kurs würde dann, der Option würde steigen. Ich bin aber Verkäufer. Ich will gerne die andere Richtung eigentlich sehen. Ja, dann entsprechend würde ich also kurzfristig hier Verluste generieren. Natürlich isoliert betrachtet. Gleichzeitig habe ich aber auch einen Zeitwertverfall und die Bewegung des Basiswertes. Also ganz so einfach ist es nicht, aber isoliert wäre es so. Gleichermaßen ist es aber so, wenn die implizite Volatilität abnehmen würde, klar, dann profitiere ich natürlich, weil die Optionspreise fallen. Ich bin Verkäufer und freue mich. Ja, das also jetzt alles erstmal kurz zu diesem Layout in aller Ausführlichkeit. Ich würde sagen, jetzt gehen wir nochmal auf den Short Put ein, was das eigentlich ist. Da haben wir euch immer eine kleine Beschreibung mitgebracht. Ein Short Put ist erstmal nichts anderes als die Verkaufsposition einer Verkaufsoption. Klingt immer nach einem Knoten im Kopf. Heißt einfach nur, es gibt eine Put-Option und die habe ich verkauft. Und zwar initial. Die habe ich initial verkauft. Und Lex bedeutet, die besteht nur aus einer Option. Das wird später werden das 2 und 4 sein. Aber hier gibt es nur einen Strike, wie ihr sehen könnt. Das, daran erkennt ihr, das ist nur eine Option. Und das Hauptziel, wie es im Chat auch schon ein, zwei Mal angemerkt wurde, ist die Prämieneinnahme. Ich bin nämlich quasi als Short Put eine Art Versicherungsgeber für jemand anderen, der sagt, ich versichere mich, wenn die Aktie oder der Future oder wie auch immer unter den Strike A läuft, dann würde ein Versicherungsfall eintreten. Solange das aber nicht passiert, darf ich die Prämie behalten. Könnt ihr euch so vorstellen, wie ihr seid Krankenversicherer und jemand, der eine Versicherungsprämie zahlt, der muss nicht zum Arzt, der war nicht krank in diesem Monat und somit darf man die Prämie behalten. So könnt ihr es mal ganz grob vorstellen. Das wäre also Optionsstrategie Nummer 1. Auch wenn es eine relativ einfache ist, ist es eine, die sehr häufig vorkommt. Sie besteht nur aus einem Leg, ist also im Handel einfach umzusetzen. Viel wichtiger ist es hier, die richtigen Basiswerte auszuwählen. Dankbar ist die Strategie deshalb, weil sie in sehr, sehr weiten Bereichen Geld verdient. Guckt euch nochmal die Markterwartung an. Ihr werdet im Laufe des Webinars sehen, dass je breiter die Spanne ist zwischen bärisch, neutral und bullisch, die hier umrandet wird, also die blau quasi, von der ihr profitiert im blauen Bereich, umso höher ist natürlich auch die Trefferquote logischerweise. Also umso häufiger werdet ihr einen erfolgreichen Trade absetzen. Deswegen ist diese Strategie auch sehr dankbar. Eine Butter- und Brot-Strategie kann man immer handeln. Handeln wir vor allem eben auch auf Aktien aus genau diesem Grund. Ja, würde sagen, schließen wir erstmal diese erste Strategie ab für relativ viele Marktlagen. Ganz genau. Das deckt sich auch mit dem, was wir schon vorher im Chat gesehen haben. Das ist auch eine super Strategie, um einzusteigen, weil sie dann eben auch bei CapTrader in der TWS ansonsten einfach umzusetzen ist. Also, schauen wir uns mal an, was es denn noch so gibt und kommen zu unserer zweiten Strategie, dem sogenannten Short Call. Auch hier sehen wir verändert auf der linken Seite jeweils einmal die Grafik, was also jetzt auch dahinter steckt. Und wir haben wieder eine Strategie, bei der wir als Verkäufer unterwegs sind. Das heißt, wir verkaufen etwas. Und zwar, wenn wir hier mal auf die Definition gehen, wir bezeichnen hier eine Verkaufsoption einer Kaufoption, das heißt Call, die hier eintritt. Und wir haben hier jetzt entsprechend auch wieder das Ziel, dass wir damit Prämieneinnahmen generieren wollen und haben hier auch eine einfache Anwendbarkeit, weil wir wieder nur eine Option haben. Auch hier werfen wir kurz einen Blick auf die Markterwartung. Wann profitieren wir also in dieser Strategie? Und hier haben wir auch wieder eine relativ breite Bandbreite. Philipp hatte das ja gerade auch schon gesehen. Wir sind sowohl im bärischen Bereich als auch in dem neutralen Bereich auf jeden Fall, als zu einem gewissen Teil sogar bullisch. Denn was kann jetzt passieren?
Der Kurs kann verschiedene Verläufe nehmen, leicht steigen, seitwärts und fallen. Und dann profitieren wir, weil entsprechend eben auch hier die Option wertlos verfällt. Heißt, wie wirkt sich das Ganze aus Sichtweise des Zeitwertes aus? Positiv, weil wir eben davon profitieren, dass Zeit verstreicht und wir näher auf das Fälligkeitsdatum zulaufen. Und genauso, wie es Philipp gerade auch bei dem Shortput erklärt hat, negativ in puncto der impliziten Volatilität, weil wir eine Zunahme, die sich jetzt hier entsteht, zu einer Verteuerung der Optionspreise führt und wir dadurch, dass wir hier der Verkäufer sind, davon dann eben negativ beeinflusst werden. Genau. Haben wir hier noch was zu ergänzen, Philipp, oder? Ich würde sagen, nein. Wichtig ist hier nochmal zu ergänzen allerdings, dass der Short Call erstmal eine Strategie ist mit unbegrenztem Risiko. Das war davor der Short Put theoretisch auch, aber es kommt eben auf die Basiswertwahl an. Muss man aber sagen, wann läuft die Strategie eigentlich gegen ein? Ja, wenn der Basiswert steigt und steigt und steigt. Und wie lang kann ein Basiswert steigen? Antwort theoretisch unendlich. Ja, das ist quasi, es gibt kein Limit. Es kann Short Squeezes geben oder irgendwelche Gründe, dass die Aktie ewig lang gegen euch läuft und dann seid ihr tief im Verlust und es kann immer noch schlimmer werden. Ihr könnt quasi auf eure Prämie 500, 600, 1600% Verlust machen. Das wäre theoretisch möglich. Deswegen empfiehlt es sich, Short Calls in aller Regel nicht nackt zu handeln. Nackt heißt immer, dass ihr nur den Short Call handelt und nicht den Basiswert besitzt. Ja, das ist das Risiko. Dafür sei ganz stark gewarnt. Ist ein ganz häufiger Anfängerfehler, dass man das übersehen hat. Das geht nämlich leider statistisch oft gut, aber wenn es einmal nicht gut geht, dann in der Regel so schlimm, dass es alle Gewinne der Vergangenheit ausradiert. Einfache Antwort, einfache Überleitung. Es gibt aber einen Short Call, der quasi gedeckt ist mit dem Basiswert. Der heißt dann nämlich auch genauso gedeckter Short Call oder auf Englisch Covered Call. Ganz genau. Und den wollen wir uns jetzt als nächstes angucken. Das heißt, wir sehen schon, es gibt eine gewisse Überschneidung von dem, was wir gerade gesehen haben. Es gibt also wieder hier eine Option, die gehandelt wird. Hier eine Call-Option, die verkauft wird. Jetzt aber unter einer Einschränkung, nämlich es gibt zusätzlich zu dieser Option eben auch noch den Besitz des Basiswertes. Das heißt, wenn wir uns das jetzt hier mal angucken, am Beispiel einer Aktie, könnte aber auch auf einem anderen Basiswert stattfinden, dann haben wir eine Prämieneinnahme durch den Call, die hier entsteht. Aber zusätzlich besitzen wir auch die Gegenleistung, also die Pflicht, die durch den Call entstehen könnte. Und das heißt, wenn der Kurs jetzt hier steigt und steigt und steigt, haben wir gerade gesehen, haben wir hier ein unendliches Risiko nach oben. Wenn wir aber den Basiswert jetzt besitzen, dann ist unser Risiko gedeckt auf den Strike-Preis, weil wir dann eben sagen, okay, die Konsequenz, die mit dieser Option einhergeht, die ist ja maximal, dass wir den Basiswert, den wir sowieso als Position besitzen, dann eben los sind. Schauen wir uns deswegen oder daran anknüpfend kurz an, wann diese Strategie denn hier wieder profitiert. Wir haben auch hier eine relativ einfache Strategie und deswegen auch eine sehr große Bandbreite hier wieder. Das heißt, bei leicht bärischen Signalen, neutral, aber auch noch bullischen Signalen profitieren wir hier, denn der Kurs kann ja auch hier wieder die verschiedensten Verläufe nehmen und je nachdem, was das Ziel der Strategie ist, profitieren wir dann eben durch die Prämie und eventuell dann auch noch, dass es zur Ausbuchung des Basiswertes kommt, wenn der Kurs eben sehr stark steigt. Ja, schauen wir uns auch hier kurz an, wie die Auswirkung ist. Der Zeitwertverfall ist hier wieder positiv. Wir verdienen Prämie und dementsprechend, je mehr Zeitwert entschwindet, also einfach je mehr Zeit vergeht und wir näher an die Fälligkeit kommen, wirkt sich das Ganze positiv aus. Implizite Volatilität, ebenso wie bei der nackten Call-Option, die wir gesehen haben, negativ. Denn wenn einfach die zukünftig erwartete Schwankung ansteigt, erhöhen sich auch die Optionsprämien und das ist dann eben oder führt zu einer Verteuerung der Optionen und das ist dann eben nachteilig für uns in dieser Strategie. An sich haben wir also die gleiche Strategie, die wir gerade gesehen haben, wie im Short Call, aber jetzt mit dem Zusatz eben, dass wir jetzt den Basiswert noch besitzen und daraus ergibt sich wieder ein komplett anderes Gesamtbild, weil wir den Verlust oder den potenziellen Verlust genau an der Stelle dann eben gedeckelt haben. Also auch eine interessante Strategie, vor allem auch für diejenigen, die sagen, ich habe ja schon Aktien im Depot, perfekt, kann man extra Prämien raus generieren.
Ja, gehen wir eins weiter. Vielleicht die Fragen, dass wir vielleicht nachher nochmal in Zwischenkapitel einfließen. Genau, Und würde ich auch zwar sagen. als, genau, als nächstes der Bullput-Spread. Den haben einige von euch auch genannt, dass sie den handeln und wir wollen den etwas entzaubern. Der wird nämlich, glaube ich, auch teilweise ein bisschen komplizierter erklärt, als er wirklich ist. Und auch da, schaut euch mal die linke Grafik an, das Auszahlungsdiagramm. Da kann man sich das ganz grob vielleicht erahnen, wann der Gewinn macht. Aber irgendwie ist das doch verwirrend. Ja, also wir empfehlen, wieder guckt auf das Kursdiagramm, das hier in der Mitte auf dem Foliensatz zu finden ist. Und ihr seht, typischerweise wird er so gehandelt, dass ich einen Basiswert habe und unterhalb des Basiswertes wähle ich erstmal einen Short Strike aus. Also ich verkaufe eine Put-Option. Ich verkaufe eine Put-Option. Ihr seht das mit dem Strike B markiert. Bis dahin wäre das aber ja eigentlich nur der Short Put. Den kennen wir doch schon von gerade. Der einzige Unterschied ist, dass ich diesen Short Put quasi absichere, indem ich drunter einen kaufe. Strike A, Long Put. So würden wir das interpretieren. Es ist ein Short Put und darunter wird der Short Put abgesichert. Was ist jetzt passiert? Ja, ich habe natürlich ungefähr die ähnlichen Profitzonen wie beim Short Put auch. Der Markt kann steigen, leicht steigen, seitwärts laufen, leicht fallen. In jedem Fall habe ich wieder gewonnen. Deswegen ist die Strategie auch beliebt. Ich habe quasi eine hohe Fehlertoleranz und trotzdem verdiene ich das maximale Geld. Was kann aber passieren? Der Kurs kann auch durchrutschen durch den Strike und fällt also. Und jetzt ist es so, dass diese Strategie quasi kein unlimitiertes Risiko mehr hat, bis die Aktie zum Beispiel auf 0 Dollar fällt, dann wäre quasi das Maximalrisiko ausgefallen. Sondern in dem Fall wäre es nämlich so, dass zwar der Short Put Geld verliert, aber gleichzeitig der Long Put an Wert gewinnt. Deswegen ist das eine Strategie mit definiertem Risiko. Und zwar ist das Risiko das Maximum, ja, von dieser Differenz zwischen dem verkauften Put und dem gekauften Put. Sag mal, es wäre eine Aktie, die hat einen Strike von 300 Dollar Short Put Strike. Und 290 Dollar Long Put Strike, also 300 zu 290, dann wäre die Differenz 10 Dollar. Das ist quasi das Risiko. Bei Optionen allerdings auf Aktien ist es so, dass es einen Multiplikator gibt von 100. Das heißt, da wäre das einfach mal 100 ein Risiko quasi von 1000 Dollar pro Optionskontrakt. Und das ist vielleicht auch der Hinweis, warum man manchmal solche Bull-Put-Spreads handelt. Eine Frage, die ich jetzt gerne an den Chat zurückgeben würde. Vielleicht habt ihr nämlich eine Idee, warum handelt man manchmal gerne die Bull-Put-Spreads als den reinen Short-Put? Habt ihr eine Idee? Kommen Ja, die gute ersten Hinweise. Treffer. Genau. Schreibt gerne noch ein bisschen weiter. Absicherung würde ich auch unterschreiben. Genau. Also machen wir es der Reihe nach. Ihr habt nämlich gute Punkte schon angemerkt. Punkt 1 ist erstmal, ich habe das Risiko natürlich reduziert. Risiko in dem Sinne, dass wenn jetzt die Aktie auf Null fallen sollte, dann habe ich eine Absicherung. Jetzt würde derjenige, der Short Puts handelt, aber sagen, naja, aber wenn du die Aktien gut auswählst, dann ist das ein Risiko, das de facto kaum existiert. Das würden wir auch unterschreiben. Es gibt aber andere Anlageklassen, da sagt man vielleicht, ich kann nicht einfach die Aktie im Notfall in die Einbuchung nehmen und warten, bis es sich erholt, sondern da gibt es keine Einkommensströme. Ich habe dann quasi dieses Konstrukt an der Backe und kann nichts damit machen. Und ein Beispiel wäre einfach ein Rohstofffuture. Stellt euch vor, ihr habt den Goldfuture gehandelt und der läuft gegen euch und ihr könnt einen Goldfuture theoretisch euch andienen lassen, aber der wird auch auslaufen. Ein Future hat auch eine Fälligkeit und das ist vielleicht ein Teil der Strategie, die wolltet ihr ursprünglich gar nicht haben. Und deswegen macht es schon mal Sinn, das Risiko ein bisschen abzumildern. Das wäre Punkt 1, Risikominimierung. Punkt 2, absolut richtiger Punkt, ist, dass der Broker, mit dem ihr handelt, in dem Fall CapTrader, natürlich erkennt, dass ihr euer Risiko gerade limitiert habt und auf einmal müsst ihr nicht die Margin für die Gesamtposition des Short Puts hinhalten, sondern nur für das Risiko, dass er gerade limitiert wurde auf gerade mal 10 Dollar pro Option, also pro Kontrakt 1000 Dollar. Und das wird der Broker euch quasi belohnen, indem er sagt, ich will jetzt nur einen Bruchteil der Margin von 1000 Dollar. Also marginreduzierter Handel. Das geht einher mit der Anmerkung von einem der Teilnehmer hier. Muss kurz schauen, wer das war. Ich glaube, Christian Schrödel, der gesagt hat, gerade bei Aktien, die teurer sind, ja, wenn der Multiplikator nämlich 100 ist, ist das vielleicht gar nicht mehr gut handelbar. Stellt euch vor, ihr habt eine Aktie, genau wie hier markiert, mit 300 Dollar kostet eine Aktie, dann haben wir einen Einbuchungswert von 300 mal 100. Ja, dann wären das eben 30.000 Dollar, die dann mal eben pro Kontrakt bewegt werden. Das ist für den einen oder anderen
Kontogröße ist das in Ordnung, aber wenn jetzt jemand gerade einsteigt und sagt, ich teste das gerne mal mit 20.000 Euro in Optionshandel, dann wird er natürlich nicht eine Option handeln wollen, die 30.000 bewegt. Wenn es zur Einbuchung käme, wäre das zwar noch handelbar über die Margin, aber er wäre natürlich komplett ausinvestiert und mehr als das mit einer einzigen Position. Derjenige könnte dann zum Beispiel sagen, ich mache einen Long Put drunter und dann wird eben aus einer Positionsgröße von 30.000 auf einmal ein Risiko von nur noch 1.000 Dollar. So. Also perfektes Beispiel, wie man Bull Put Spreads nutzen kann, wenn der Short Put vielleicht zu groß oder zu riskant wäre. Mental ist es aber sehr, sehr ähnlich wie ein Short Put. Und da würde ich jetzt auch zum Abschluss kommen, das etwas genauer formuliert hier. Schaut euch die Markterwartung an. Die ist auch wieder sehr, sehr breit. Logischerweise ist ja genau gleich zu handhaben wie ein Short Put. Die Auswirkung des Zeitwertverfalls ist ebenfalls positiv. Also wenn Zeit verstreicht, verdiene ich Geld. Woran liegt das im Genauen? Es liegt im Genauen daran, dass der Short Put, der vom Zeitwert profitiert, der ist näher am Kurs als der Long Put, der vom Zeitwert eben nicht profitiert, sondern negativ beeinflusst ist. Dann, wenn es zwei gegenläufige Kräfte gibt, ist die Option ausschlaggebend, die näher ist. Und deswegen ist der Zeitwertverfall positiv und die IV-Zunahme negativ. Deswegen bleibt das gleich, weil es diese Frage aufkam. Ihr merkt auch, wir haben zum ersten Mal zwei Legs, also wir haben zwei Optionsstrategien, wir haben ja zwei Strikes, nicht zwei Optionsstrategien, aber zwei Strikes auf eine Optionsstrategie, daher zwei Legs. Und das Hauptziel bleibt dasselbe, die Prämieneinnahme. Wir wollen also einfach das Einkommen haben. Ja, soweit mal zum Bull Put Spread. Das ist genau. Drehen wir das Ganze um. Und hier können wir jetzt auch wieder etwas schneller drüber gehen. Das, was wir auf der Unterseite machen können mit Put-Optionen, können wir auch auf der Oberseite machen mit Call-Optionen. Und das heißt, die Idee dahinter, was wir auch gerade beschrieben haben, bleibt gleich. Wir haben wieder eine Position, die sich aus zwei Optionen zusammensetzt. Einer verkauften Call-Option in dem Fall und einer gekauften Option, einer gekauften Call-Option. Und auch hier ist wieder der Sinn, das, was wir gerade beschrieben haben, dass wir ein definiertes Risiko haben, nämlich genau in der Differenz zwischen dem Strike A und dem Strike B. Denn auch hier ist es natürlich so, die Aktie kann jetzt nicht nur bis auf Null fallen, sondern sie kann ja immer noch bis ins Unendliche steigen. Und damit haben wir hier eben auch eine Strategie, wo eines der beiden Legs jetzt das Ganze absichert. So, Ziel ist hier auch wieder die Prämieneinnahme und die Markterwartung ist also auch hier wieder sehr breit. Wir können also hier von leicht steigenden Märkten, seitwärts laufenden Märkten, fallenden Märkten profitieren. Da wir auf die Prämieneinnahme aus sind, ist der Zeitwertverfall für uns gut, der ist positiv, aber wenn die implizite Volatilität zunimmt, dann werden auch die Optionen entsprechend teurer und deswegen ist hier die Auswirkung der IV für uns negativ an der Stelle. Genau. Vielleicht eine kleine Ergänzung strategisch gesehen. Nicht, dass es relevant wäre für die Optionsstrategie an sich, aber wann kommen Bear-Calls vor allem zum Einsatz? Das könnte ich zum Beispiel sagen, logischerweise, weil ich bei Aktienoptionen oder ich bei Aktien vielleicht eine bärische Meinung habe kurzfristig, weil ich irgendwie ein System habe, ein Handelssystem oder ein Aktienselektionssystem, das eben profitiert, wenn Aktien fallen. Aber auch in Range-Märkten, das sind zum Beispiel Rohstoffmärkte, die tendenziell langfristig gar nicht einen Aufwärtstrend haben. Aktien tendieren ja langfristig aufwärts, also warum sollte ich regelmäßig Bear-Call-Spreads handeln? Antwort wäre rein selektiv auf ganz spezielle Short-Setups auf Aktien, da wäre das möglich. Bei Range-Märkten wie Rohstoffen hingegen ist das deutlich üblicher. Ein Range-Markt heißt einfach, dass der Kurs langfristig in einem Seitwärtsmarkt sowieso tendiert und da gibt es natürlich viel häufiger auch mal Signale auf der bärischen Seite. Das als Ergänzung, damit ihr da ein bisschen was mitnehmen könnt. Ja, ganz genau. Okay. Dann der Short Strangle. Wir etwas exotischer, genau. Genau. Der Short Strangle, ihr seht es schon links, sieht aus wie so eine kleine, wie so ein Zelt, wie so ein Haus vielleicht. Und es gibt auch wieder zwei Strikes. Würde aber auch wieder sagen, lasst uns doch direkt auf das mittlere Diagramm wechseln und das linke nehmen wir einfach zur Kenntnis. Das mittlere sagt sofort, was wir vorhaben. Wir haben zwei Strikes und zwar einmal oben und einmal unten und jedes Mal verkauft. Short Call, Short Put. Das heißt, wir nehmen jedes Mal die Prämie ein und profitieren beim Short Put, wisst ihr es noch, wenn der Kurs drüber bleibt und beim Short Call, wenn der Kurs drunter bleibt. Das heißt, was wir eigentlich machen, und das ist wieder eine einfache Merkregel, dass der Short Strangle nicht so komplex ist, wie er vielleicht auf den ersten Blick aussieht. Wir kombinieren doch nur zwei Sachen. Der Short Put ist die untere Seite, die haben wir vorhin besprochen.
Und der Short Call ist die obere Seite, haben wir auch vorhin besprochen. Die Strategie profitiert also, wenn der Markt seitwärts in einer breiten Range bleibt, kassiert aber dann zweimal. Ja, beim Short Put war es nämlich so, genau, Philipp zeichnet es gerade ein, in allen diesen Szenarien hätte ich quasi die volle Prämie eingenommen. Das ist der erste Vorteil. Der zweite ist, wir bezahlen uns quasi noch mehr für die Erwartung eines Seitwärtsmarktes. Gehen wir mal nochmal davon aus, wir hätten nur einen Short Put gehandelt, nur die untere Seite. Dann würden wir ja profitieren, wenn der Markt zum Beispiel auch stark steigt. Dann hätten wir profitiert. Jetzt im Strangle ist das nicht mehr möglich. Wenn ich also sage, ich habe wirklich die Erwartung, dass die Märkte seitwärts sind, dann würde ich mich besser bezahlen lassen quasi mit meiner Markterwartung, wenn ich richtig liege, wenn ich den Strangle handle, also beide Seiten quasi einen Deckel drauf mache. Daher auch der Name Strangle von strangulieren. Der Kurs wird quasi in dieser Spanne stranguliert und dann werde ich den maximalen Profit generieren, wenn er seitwärts bleibt. Das andere Schöne an so einer Strategie, das ist versteckt übrigens, ist das die Auszahlungslogik. Wenn ihr zum Beispiel auf den Future einen Index, Future vielleicht jetzt eher nicht, weil es sehr große Multiplikatoren haben, aber in den Index oder in der Aktie ein Strangle handelt, dann werdet ihr sicherlich zustimmen, dass beim Verfall ja nur eine Seite erreicht werden kann. Ich kann ja nicht unten im Short Put unterhalb des Strikes enden und gleichzeitig oben. Das geht ja noch nicht. Das heißt, wenn ich unten quasi der Kurs gegen den Strike läuft des Short Puts, werde ich gleichzeitig oben auf jeden Fall den vollen Gewinn haben. Das heißt, die gewinnt ja immer auf einer Seite. Das ist ein zweiter Effekt, der hier relativ interessant ist, dass man mit richtigem Stop-Loss-Management, wenn das bei sehr liquiden Optionen Sinn macht, wie bei Indizes, da darf man ganz, ganz selten mal mit Stop-Losses arbeiten oder ansonsten einfach mit manuellen Gewinnadjustierungen ich so arbeite, dass ich eine Seite abschneide, wenn sie unter Druck gerät, dann aber sicher sein kann, dass die andere Seite sofort kompensiert. Das ist also der Short Strangle. Schauen wir uns kurz an, wann er profitiert. Markterwartung, ja, wie ihr es erwartet habt, jetzt ziemlich genau in der Mitte der Box, mit bärischen und bullischen Tendenzen auch dabei. Ich habe ja quasi eine Art Tendenz, dass das auch nicht ganz seitlich läuft. Auswirkung des Zeitwertverfalls, das sollte uns jetzt nicht mehr überraschen. Ich habe ja zwei Short-Positionen. Natürlich ist er positiv. Jeder Tag, der verstreicht, hilft dieser Optionsstrategie in den Gewinn. Und die Auswirkung der IV-Zunahme ist jetzt auch weiter negativ. Ich bin ja Netto-Verkäufer, also läuft ein Anstieg dieser Strategie kurzfristig gegen mich. Beschreibungen können wir uns sparen, haben wir gerade schon detailliert gemacht. Wir haben zwei Legs, das Ziel ist die Prämieneinnahme und das wäre der Short Strangle. Ganz genau. Machen wir einen Haken daran und schauen uns als nächstes den Short Straddle an. Also sehr ähnliche Benennung, Strangle, Straddle, kann mal zur Verwirrung führen. Wenn wir uns aber hier sowohl das Auszahlungsdiagramm als auch hier wieder das Diagramm in der Mitte anschauen, dann wird es einfacher. Denn was machen wir? Wir verkaufen wieder Optionen. Sehen hier sowohl Call-Optionen, eine Call-Option wird hier verkauft, als auch eine Put-Option. Aber im Vergleich zum Short Strangle haben wir jetzt nicht den Faktor, dass wir diese weiter aus dem Geld platzieren, sondern wir positionieren uns ganz gezielt hier am Geld. Was hat das zur Folge? Das hat vor allem zur Folge, dass wir natürlich sehr viel Optionsprämie bekommen. Wir haben eine sehr hohe Bepreisung in den Optionen und wir haben jetzt natürlich eine viel, viel stärkere Markterwartung noch, dass der Markt sehr neutral bleibt. Also, dass wir einen sehr starken Seitwärtsmarkt haben, weil dann natürlich beide Optionen sofort maximal profitieren durch den Zeitwertverfall und die Verbilligung der Optionsprämie eben. Schauen wir uns aber auch hier kurz an, was passieren kann. Im Endeffekt gibt es ja genau diese Erwartung, dass der Kurs hier irgendwie so seitwärts läuft. Das wäre eine Möglichkeit, aber er kann natürlich auch stärker oder weniger stark steigen und auch weniger stark fallen oder auch stärker fallen. Und dann ist es auch hier wieder so, dass eine der Optionen unter Druck gerät oder teurer wird, dadurch, dass sie eben dann ins Geld läuft. Und bei der anderen Option haben wir aber sofort wieder eine Entlastung. Das heißt, auch hier haben wir wieder den Fokus auf Prämieneinnahmen. Wir wollen also deutlich mehr Prämie haben, weil wir zwei Optionen haben, die wir gleichzeitig handeln. Und wir setzen hier noch viel, viel stärker darauf, dass wir wenig Bewegung am Markt haben. Das sehen wir hier oben auch in der Markterwartung. Wir sind also wirklich noch ganz leicht bullisch und ganz leicht bärisch an den Stellen, weil wir natürlich dann, wenn der Kurs sich nur leicht bewegt, eine starke Kompensation durch die hohe Optionsprämie haben, die sich daraus ergibt.
und alles andere bleibt gleich, weil wir immer noch aus der Verkäuferperspektive ausschließlich sprechen. Das heißt, sowohl der Zeitwertverfall ist natürlich positiv für uns und eine Zunahme der impliziten Volatilität negativ, weil entsprechend dann natürlich die Optionen an der Stelle teurer werden. Ja. Okay. Soweit zum Straddle und ich würde sagen, noch ein Finale, um mit derselben Logik zu bleiben, haben wir noch den Iron Condor. Ich glaube, der ist wieder etwas bekannter und der sieht schon relativ wild aus, weil jetzt haben wir 4 Strikes. Wir haben zum ersten Mal 4 Legs. Wir möchten euch aber trotzdem zeigen, dass in der Chronologie, wie wir es erklärt haben, sich diese Strategie ja eigentlich jetzt von selbst aufzwingt. Weil wir haben doch vorhin gesagt, beim Short Strangle, gehen wir mal kurz nur auf die Short Calls und Short Puts ein. Vielleicht kannst du die nochmal separat umkreisen. Ja, wenn das quasi isoliert gehandelt worden wäre, nur diese beiden Sachen, ohne Long Call, Long Put, dann wäre es ein Strangle gewesen. Das hat ja erstmal interessant geklungen, ich verdiene auf beiden Seiten. Aber das hat ja ein Risiko, nämlich das übliche Risiko von einem Short Put und Short Call gibt es ja schon. Wir haben ja gesagt, wenn ich zum Beispiel den Future-Markt handle oder vielleicht auch eine sehr teure Aktie, dann will ich ja keinen Short Put alleine haben, weil die Margin-Anforderung wäre vielleicht viel zu hoch, die Position wäre zu groß und so weiter. Gleichzeitig haben wir gesagt, Achtung bei Short Calls, wenn ich den Aktien, den Basiswert gar nicht besitze, dann wäre das ja ein nackter Call und den, da wird mir höllisch aufpassen und ohne tiefe Kenntnisse davon abraten, einen nackten Short Call zu handeln. Dann ist die Frage, wie könnte ich denn trotzdem in Strangle handeln? Einfache Antwort, indem ich das mache, was ich bei dem Bull-Put-Spread und Bear-Call-Spread, Bear-Put-Spread gemacht habe. Nämlich, ich ergänze das, indem ich jede Position absichere. Aus dem nackten Short-Call wird ein Bear-Call-Spread, nämlich Minus-Call, Plus-Call, also ich verkaufe den Call und kaufe drüber ein mit Strike-D dazu als Absicherung. Und auf der Put-Seite mache ich genau dasselbe. Der Strike-B wird verkauft, der kassiert die Prämie und der Strike-A, da muss ich eine Prämie bezahlen, aber kriegt eine Absicherung. Und schon habe ich dieselbe Idee. Ich habe also wieder einen Seitwärtsmarkt, von dem ich profitiere, sehr, sehr ähnlich wie beim Strangle, bin aber abgesichert, muss dafür aber natürlich ein bisschen extra zahlen im Vergleich zum Strangle. Das ist auch klar, weil der Call und der Put, der gekauft wird, der kostet ein bisschen Geld, aber er kostet auf jeden Fall weniger Geld als der Put und der Call, der verkauft wird. Soll also heißen, wir wollen euch hier klar machen, dass die Strategie exakt gleich handelbar ist wie der Strangle, verdient ein bisschen weniger Prämie, hat aber die Absicherung dabei. Und damit ist alles andere mitbeantwortet. Die Markterwartung ist weiterhin im Mittelfeld zu finden. Wir haben eine neutrale Erwartung und wissen auch, dass wir auch bei leicht steigenden, also bullischen und auch leicht fallenden, also bärischen Märkten profitieren. Die Auswirkung des Zeitwertverfalls ist auch weiterhin positiv. Wir erinnern uns, warum. Das passiert, wenn wir netto vor allem verkauft haben. Haben wir hier netto verkauft? Ja, man könnte sagen, dass saldiert sich alles auf Null, aber die verkauften Strikes sind näher am Kurs. Deswegen haben wir netto dort einen höheren Auswirkungswert der Griechen auf den Zeitwert und somit positiver Zeitwertverfall, Auswirkungen und Zunahme der impliziten Vola wäre negativ. Das ist der Iron Condor. Da auch vielleicht als Hinweis, wann könnte man den handeln? Zum Beispiel, wenn man sagt, ich habe eine marktneutrale Strategie auf einen Index oder ein Future und ich handle das vielleicht nur auf kürzere Frist, wenn ich sage, naja, ob der Markt seitwärts bleibt in den nächsten 3 Monaten, das mag sein, kriege ich aber statistisch oder mit Analysemethoden nicht regelmäßig mit einer ordentlichen Wahrscheinlichkeit prognostiziert, aber vielleicht auf wenige Tage, 1 bis 7 Tage zum Beispiel, könnte man einen schönen Index handeln, S&P 500 oder den iShares Russell könnte man handeln und sagt, ich will marktneutral sein, also egal, ob der Markt steigt oder fällt, das soll unabhängig der Strategie passieren. Und dann wäre ein Iron Condor interessant, weil ich gerade auch Indizes und Futures, die relativ hohe Margin-Anforderungen haben, trotzdem handeln kann, auch mit dem kleinen Depot. Ich habe ja den Call gekauft und den Put gekauft als Absicherung. Gleichzeitig kann ich aber trotzdem Prämien kassieren im Seitwärtsmarkt. Deswegen ist der auch beliebt, kommt oft zum Einsatz und hat seine Daseinsberechtigung. Ganz genau. So, erstes Zwischenfazit. Wir haben also sehr viele Strategien gerade besprochen, die von seitlicher Markterwartung profitieren. Diesen Slide werden wir jetzt weiter ausfüllen mit euch. Könnt euch da auch gerne auch einen Screenshot machen. Ich empfehle euch das aber am Ende zu machen, dann ist alles drauf. Und zwar ja, die linken Strategien der Zusammenfassung, was vor allem vor seitlichen Märkten profitiert. Offen ist natürlich,
noch die andere Geschichte, was wäre jetzt, wenn ich eine Erwartung hätte an steigende Kurse? Und damit meine ich jetzt nicht leicht steigend, wie vorhin erwähnt, sondern wirklich, da muss deutlich Druck hinter sein in meiner Erwartungshaltung, dass sie die steigen wird. Was würde ich denn dann eigentlich tun? Das wäre die Überleitung. Ganz genau. Würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Kapitel und Optionsstrategien für tendenziell steigende Märkte. Das heißt, hier sind wir angekommen und würde sagen, wir gehen auch direkt ins erste Beispiel rein. Genau. Der Klassiker, den muss man hier mit erwähnen, das ist der Long Call, die Gegenseite vom Short Call. Der Long Call ist so dargestellt, dass ich eine kleine Prämie zahlen muss, um die Wette erstmal aufzumachen. Aber dann, ja, wenn der Kurs wirklich in die Richtung läuft, das wäre jetzt in dem Fall auf der mittleren Grafik, über den Strike drüber läuft, dann geht die Strategie erst in den Gewinn. Dann geht die erst rein beim Plus Call. Das heißt, wann profitiert sie? Jetzt eben direktional. Das ist jetzt die Sache, die sich ändert bei einer Markterwartung von steigenden Kursen. Jetzt brauche ich eine direktionale Markterwartung. Und deswegen seht ihr auch rechts oben in der Markierung, diese Strategie profitiert nur, wenn ich wirklich eine bullische Markterwartung habe. Und je stärker der Kurs steigt, je stärker meine Markterwartung ist und sich auch wirklich dann als Wahrheit am Ende als richtige Prognose auszahlt, umso stärker werde ich profitieren. Deswegen bullisch markiert. Was ist mit dem Zeitwertverfall? Wir sind jetzt zum ersten Mal bei diesen Strategien Netto-Käufer. Das heißt, wir haben den Call ja gekauft, deswegen heißt es Long Call. Das bedeutet, dass der Zeitwert gegen uns läuft. Was heißt das eigentlich konkret? Ich glaube, so kann man es besser erklären. Stellt euch mal vor, der Basiswert würde hier noch nicht direkt nach oben durchsteigen, wie jetzt gerade eingezeichnet, sondern er läuft mal die Hälfte der Zeit halbwärts seitwärts. Ja, die Fälligkeit wird also allmählich näher kommen, ist aber jetzt schon ein bisschen zu nah, ja, ist aber, hat also noch ein paar wenige Tage Zeit, drüber zu steigen. So, genau. Also in diesem Szenario, das jetzt gerade eingezeichnet ist, liege ich ja irgendwie schon richtig. Der Kurs ist ja gestiegen, aber er ist noch nicht über den Strike gelaufen und die Fälligkeit hat sich jetzt halbiert, also die Restlaufzeit hat sich halbiert. Was ist jetzt passiert? Die Tatsache, dass ich immer weniger Tage zur Verfügung habe, um richtig zu liegen, bedeutet, dass der Wert der Option auch gefallen ist. Das heißt, ich bin jetzt gerade noch im Verlust, obwohl der Kurs schon ein bisschen gestiegen ist. Das kann passieren, wenn ich einen Long Call besitze und vielleicht nicht schnell genug richtig liege. Die andere Seite übrigens, der Short Call, der freut sich in der Zwischenzeit, weil er quasi daneben gelegen hat und immer noch im Gewinn ist. Das ist also hier der Unterschied. Zweiter Unterschied ist die Auswirkung der IV-Zunahme nach wie vor. Denn jetzt bin ich auf einmal Käufer. Ich profitiere natürlich, wenn die implizite Volatilität zunehmen sollte, also die Option teurer wird. Und auch dementsprechend wird das jetzt ab sofort positiv sein, wenn ich Netto-Käufer bin. Also, Abschluss, der Long Call bezeichnet die Kaufposition der Call-Option. Wir haben nur ein Leg und das Hauptziel ist erstmals jetzt nicht die Prämieneinnahme, sondern die Prämie muss ich ja bezahlen. Das ist jetzt alles andersherum. Dafür profitiere ich von einer direktionalen Kursbewegung. Und als einzige der bisherigen Strategien kann ich hier wirklich abkassieren, wenn die Kursbewegung auch kommt. Dann muss sie aber auch kommen. Ich hoffe, das ist klar geworden. Die muss ja wirklich stark kommen. Dann hat sie hier einen Vorteil, die Long-Call-Strategie. Ganz genau. So, gehen wir etwas tiefer rein. Bull-Call-Spread. Wir sehen, auch hier kann man komplexer gehen mit Strategien, bei der wir jetzt eine tendenziell steigende Markterwartung haben. Gucken wir uns auch das kurz an. Wir haben wieder zwei Positionen, hier in dem Fall zwei Calls. Jetzt ist aber ganz wichtig, wir haben hier eine gekaufte Call-Option, die sich näher am aktuellen Kurs des Basiswertes befindet und eine verkaufte Call-Option, die sich weiter weg befindet. Das heißt, unterm Strich zahlen wir Prämie. Wir profitieren aber jetzt in dem Fall auch davon natürlich, wenn der Kurs steigt und vor allem, wenn er stark steigt, weil der gekaufte Call dann eben stärker profitiert. Der verkaufte Call dann eben teurer wird. Und das heißt, in einer solchen Strategie haben wir eine bullische Markterwartung und sind dann in der Einnahme, die wir einstreichen können, auf die Differenz zwischen eben genau diesen Strike-Preisen jetzt limitiert. Das heißt, das ist das Maximale, was wir hier verdienen können, jetzt aber mit einer direktionalen Absicht. So. Heißt, die Markterwartung ist jetzt hier ganz klar bullisch. Der Kurs muss anziehen, damit das Ganze dann auch aufgeht. Dadurch, dass wir im Überhang eine gekaufte Position haben, weil wir eben hier die
Calls gehandelt haben oder gekauft haben, die näher am Kurs sind, ist der Zeitwertverfall für uns negativ. Auch hier quasi wieder, wenn es also ein bisschen so seitwärts läuft, dann verliert diese Position, weil wir eben Prämie gezahlt haben. Und entsprechend, wenn sich aber Optionen verteuern, gemessen jetzt hier in der impliziten Volatilität, dann ist das wiederum für diese Strategie positiv. So, das ist eine Strategie, die eher ein bisschen, sagen wir mal, untypischer ist oder die man gar nicht so oft hört. Hatte ich, glaube ich, im Chat vorhin auch nicht gelesen. Wenn man aber eine sehr, sehr konkrete Vorstellung hat von dem, was man abbilden will, kann es eine Überlegung dann eben wert sein. Und hier sind wir eben dann genau so unterwegs und haben durch die verkaufte Call-Option, die eben drin ist, noch eine kleine Refinanzierung und sind dadurch aber trotzdem auf diese Differenz hier begrenzt in den Prämien. Genau. Zweite Strategie und, oh Wunder, wir sind schon durch mit diesem Kapitel, steigende Markterwartung, also mit Optionsstrategien etwas, was wir gar nicht so häufig umsetzen, weil wir gerne mit Optionen eben auf der Verkäuferseite agieren, netto gesehen. Also wir wollen gerne stillhalten, wir wollen Optionen verkaufen, um Prämien zu kassieren, um vom Zeitwertverfall zu profitieren, um von dem Rückgang, von der impliziten Volatilität zu verdienen und so weiter. Aber auch, weil, und das ist jetzt einfach statistisch geschuldet, eine stark steigende Markterwartung muss ich ja auch erstmal haben. Also warum sollte ich die denn regelmäßig mit einer Gewissheit haben, dass ich sage, die beste Strategie ist jetzt ein Long Call, weil ich bin mir so sicher, dass der Wert steigen wird, dass alles andere nicht gut geeignet wäre. Meistens ist es so, dass man sagt, ich habe schon die Tendenz, dass die Aktie XY zum Beispiel in der mittleren Frist steigen wird, aber wann und wie stark, weiß man eben nicht so genau. Da braucht man schon eine richtig gute Glaskugel, um das wirklich vorhersehen zu können. Deswegen ist es auch statistisch nicht unüblich, dass man sagt, lieber verdiene ich in der Regel über eine Schätzung einer Bandbreite, was nichts anderes heißt, als ich gehe auf die Short-Seite. Ich handle einen Short-Put oder einen Short-Strangle, Covered Call, wie auch immer. Alles, was ihr gerade schon gehört habt. Das ist der Grund, warum wir so wenige Strategien hier genannt haben. Eine Ergänzung würde ich gerne nennen bei den steigenden Markterwartungen. Natürlich der Basiswert selbst auch. Also wenn ihr sagt, ihr habt eine Aktienerwartung, dass eine Aktie XY stark steigt, müsst ihr natürlich auch nicht zwingend in die Optionswelt gehen, um diese Wette zu platzieren. Ihr könnt auch direkt die Aktie kaufen. Ja, in wenigen Fällen ist es so, dass man sagen muss, es macht vielleicht doch mehr Sinn, mit einem Long Call reinzugehen, als auf die Aktie oder den Future. Das kann vielleicht mit Margin zu tun haben. Ich komme mit dem Long Call etwas margineffizienter in eine direktionale Wette rein. Aber ihr versteht, glaube ich, den Punkt, dass es da weniger Anwendungsfälle gibt. Ganz genau. Dann würde ich sagen, ab ins nächste Kapitel, Optionsstrategien für tendenziell fallende Märkte. Und damit sind wir genau auf dem rechten Kapitel hier angekommen. Und wie man es sich wahrscheinlich schon denken kann, wenn wir sehr stark auf einen Markt setzen können, der steigt durch den gekauften Call, dann muss es das Ganze auch auf der Unterseite geben. Und das wäre dann zum Beispiel die gekaufte Put-Option. Genau, gekaufte Put-Option, also alles spiegelbildlich, deswegen würde ich sagen, gehen wir ein bisschen flotter drüber. Wie sieht das Ganze aus auf der mittleren Grafik? Ich habe einen Basiswert, ich behaupte, ich habe starke, zwingende, dringende Hinweise, dass der Kurs fallen wird, deswegen entscheide ich mich für einen Long-Put, profitiere dann, wenn der Strike erreicht wird und wenn er durchbrochen wird. Vielleicht an der Stelle auch mal der Fairness halber kurz etwas zu diesem Strike. Ja, dieser Strike A, der dort platziert ist, ich kann natürlich die Aggression, wie stark ich hier profitieren will, steuern, indem ich den Strike näher ans Geld reinbringe, dann ist es eher defensiv, weil ich bin deutlich schneller im Geld. Oder aber ich nehme sie noch weiter weg, dann bin ich natürlich deutlich später im Geld. Das kann man also auch steuern, wie stark bärisch ich in dem Fall bin. Aber generell ist es halt eine direktionale Wette, bei der ich erstmal richtig liegen muss. Alles andere bleibt somit gleich selber Text, wie beim Long Call. Der Zeitwertverfall arbeitet jetzt gegen mich. Jeder Tag, der verstreicht, der mir nicht hilft in der Direktion, ja, läuft gegen mich, wird also der Optionsprämie etwas abknabbern, die am Ende ich bezahlt habe und natürlich die mir dann fehlt. Dafür werde ich aber profitieren, wenn die IV zunimmt, wenn also die Optionspreise generell steigen. Alles andere bleibt gleich. Wir haben ein Leg, wir haben hier eine direktionale Wette. Die Prämie wird nicht eingenommen, sondern die wird bezahlt und entsprechend muss ich richtig liegen, um hier ins Geld zu kommen. Genau. Dann würde ich sagen, der Bear Put auch im selben Tempo
hinterher. Wir haben hier eine Markterwartung, die auch bärisch ist und dieselbe Idee wie beim Bull-Put-Spread, beim Bull-Call-Spread, so jetzt der Bear-Put-Spread. Wir profitieren also dann, wenn der Kurs fällt. Wir haben einen Put gekauft, das hat uns Geld gekostet und jetzt aber die Ergänzung, wir verkaufen einen Put dagegen, um zumindest einen Teil der Prämie zu refinanzieren. Diese Wette ist also günstiger als der direkte Long Call, aber dafür zum Preis, dass ich eben nur noch die Spanne zwischen den beiden Strikes verdienen kann. Mehr nicht mehr. Würde die Aktie jetzt quasi auf Null fallen, würde ich mich vielleicht kurz freuen und dann realisieren, hoppla, ich kriege ja gar nicht den vollen Gewinn, ich kriege ja nur die Spanne dazwischen. Ne? Dafür habe ich aber initial weniger zahlen müssen, um das ganze Konstrukt aufzumachen. Auch hier bleibt alles andere gleich. Die Markterwartung muss bärisch sein und zwar auch deutlich bärisch. Die Zeit arbeitet gegen mich. Die IV-Zunahme ist positiv, wenn sie zunimmt. Wir haben jetzt in diesem Fall zwei Lags und auch hier eine direktionale Wette. Der Kurs muss fallen, sonst komme ich nicht in die Gewinnzone und muss reagieren durch Schließen eines Verlustes zum Beispiel. So, und auch damit der Abschluss. Wer hätte es gedacht, dass sich diese beiden Seiten jetzt perfekt spiegeln? Die fallende Markterwartung ist genau das Gegenstück. Trotzdem, glaube ich, gutes Training für die Gehirnhälften. Das Gegenteil vom Long Call ist nämlich der Long Put. Das Gegenteil vom Bull Call Spread ist der Bear Put Spread. Alles spiegelbildlich, aber in der Logik quasi dasselbe. Und auch hier müssen wir dazu sagen, wann hat man schon eine ganz konkrete Markterwartung für fallende Kurse? Das ist in der Regel, hat man die vielleicht eher subjektiv, aber wer statistisch rangeht und da auch wirklich versucht, einen Wahrscheinlichkeitsvorteil zu erarbeiten, der wird eben selten Systeme finden, die konkret sagen, die Märkte werden fallen und zwar stark, du solltest wirklich direktional short gehen oder auf fallende Kurse setzen. Das ist selten der Fall, deswegen kommt das auch nicht oft zustande. Viel häufiger ist der Long Put übrigens als Absicherungsstrategie. Das haben wir jetzt bewusst nicht reingenommen, weil das jetzt nicht wirklich eine Markterwartung ist, eine Absicherung, sondern es ist einfach eine Versicherung. Wäre, ich habe zum Beispiel eine Aktie auf Apple, ich will die nicht verkaufen oder ich kann die nicht verkaufen, wie auch immer, habe aber Angst, dass die Märkte turbulenter werden, weil zum Beispiel eine Notenbanksitzung bevorsteht. Was kann ich machen? Klar, ich könnte die Apple-Aktie direkt einfach verkaufen, aber jetzt gehe ich kurz davon aus, das darf man nicht aus irgendwelchen Gründen. Dann könnte ich auch einen Long Put kaufen auf die Apple-Aktie. Wenn die dann fallen würde, wäre ich zwar im Verlust mit der Apple-Aktie, aber gleichzeitig in einem starken Gewinn mit dem Long Put auf die Apple-Aktie. Das wäre eine Absicherung, quasi eine Art Hedge, aber eine Art direkter, klarer Hedge auf die Aktie. Da gibt es auch andere Absicherungsstrategien, die da etwas zielführender wären. Das aber nur als Ergänzung, hier nicht Teil dieser Optionsstrategien heute. Ganz genau. Ja, dann haben wir einen kleinen Exkurs mitgebracht, wie ganz am Anfang erwähnt und versprochen, dass es ja weitere Marktphasen gibt, die wir vielleicht nur als Optionshändler kennen. Denn wir kennen ja nicht nur die Bewegung des Marktes selbst, sondern auch die Veränderung der erwarteten Volatilität. Es kann ja zum Beispiel sein, dass ich eine Volatilität sehe auf einem bestimmten Niveau, das historisch auf einem Hochpunkt ist oder zumindest auf einem historisch höheren Niveau. Ich also deswegen davon ausgehe, dass die Volatilität allmählich fallen wird. Weil Volatilität, die steigt nicht andauernd. Die ist auch in der Bandbreite, die läuft zeitwärts. Wenn sie also bereits hoch ist, ist es schon nachvollziehbar, dass man sagt, die wird wahrscheinlich gleich hoch bleiben oder fallen. Ich kann natürlich auch jetzt sagen, was wären denn die Optionsstrategien, die von einer fallenden Volatilität profitieren. Das ist hier die linke Spalte. Und euch wird einiges auffallen, nämlich das sind die üblichen Verdächtigen, wenn ich Optionen netto verkaufe. Alles, was ich quasi verkauft habe, profitiert davon, wenn die Volatilität fällt, weil das ist quasi ein wichtiger Bestandteil des Optionspreises. Fällt die implizite Volatilität, sind die Optionspreise schon gefallen und andersrum auch ausgedrückt. In der Logik beißt sich da die Katze in den Schwanz. Das ist quasi fast identisch. Sprich, alles, was short ist, also verkauft wurde, profitiert von fallender Volatilität, selbst wenn der Kurs exakt gleich bleiben würde auf dem Niveau. Short Put, Short Call, Covered Call, beide Spread-Arten, Bull Put Spreads und Bear Call Spreads, sowie die Dreiergeschichte hier mit Short Straddles, Strangles und Iron Condor, alles profitiert, wenn die Vola fällt, selbst wenn der Basiswert wirklich exakt seitlich gelaufen ist. Und gleichsam gibt es auch Strategien, die profitieren davon, wenn die Volatilität steigt oder explodiert. Long Call, Long Put, alles, was eben gekauft wurde. Bull Call Spreads, Bear Put Spreads, Long Straddle und Long Strangle. Und mit dem Long Straddle und Long Strangle haben wir jetzt zwei Strategien dazugenommen, die haben wir nicht genau erklärt.
weil es sich aber von selbst ergibt. Es ist einfach die Gegenposition zu den Short Straddles und Strangles. Sprich, ich profitiere einfach, vielleicht kannst du den Long Straddle kurz umkreisen, dass man den sieht. Ich profitiere einfach davon, wenn der Kurs generell in irgendeine Richtung läuft. Ihr seht da, wie diese Grafik so V-förmig noch sich öffnet. Sprich, ich verliere Geld, wenn der Kurs ungefähr gleich bleibt. Ich gewinne aber, wenn er in eine der beiden Richtungen total ausbricht. Und jetzt könnt ihr vielleicht mal im Chat euch mal überlegen, wann würde denn ein Long Straddle Sinn ergeben? Gibt es ein Event, zum Beispiel an den Aktienmärkten, bei dem ihr sagt, ich weiß nicht, wohin die Märkte gehen, aber ich bin mir sicher, dass sie ziemlich wild werden. Ich weiß nicht, ob steigen oder fallen, aber wahrscheinlich wird es Rums machen. Gedanken gerne in den Chat. Genau, da kommen auch schon die ersten Antworten. Genau. Steckt sich Quartalszahlen. Quartalszahlen könnte ein typischer Punkt sein. US-Wahlen, die Fed-Sitzung und so weiter. Das heißt, ja, wenn einfach Informationen in den Markt dringen, die man noch nicht kennt, die aber potenziell wichtig sind für Unternehmensgewinne, ja, dann könnte ich mit einem Long Straddle handeln. Man muss auch dagegen halten. Das weiß der Markt. Deswegen sind solche Long Straddles auch immer teurer vor den Quartalszahlen. Aber trotzdem kann sich das Ganze lohnen, quasi als direktionale Wette, egal in welche Seite. Einfach mal als Ergänzung, als Exkurs für euch. Genau. Dann haben wir euch noch ein paar Dinge mitgebracht. Nämlich, Philipp hat es vor, also ganz am Anfang als Ausblick gegeben. Wir haben eine Fülle von Optionsstrategien, die natürlich auch noch über das hinausgehen, was wir jetzt heute vorgestellt haben. Wir haben uns vor allem auf die gängigen beschränkt heute. Wenn ihr aber noch mehr erfahren wollt, haben wir einen sehr, sehr umfassenden Guide erstellt. Den findet ihr bei uns bei deltavalue.de/Optionsstrategien oder einfach bei Google nach Optionsstrategien suchen. Da könnt ihr alle Strategien für euch dann nochmal nachlesen und auch entsprechend der Markterwartung einordnen. Und darüber hinaus, wenn ihr das Ganze vertiefen wollt, wir haben ja jetzt quasi den Kontext der Strategien gegeben. Wenn ihr also auch strategisch dann noch tiefer einen Einblick haben wollt und auch die Hintergründe verstehen, dann empfehlen wir das auch, dass wir eben alle Optionsstrategien im Überblick haben, aber auch die Grundlagen der Optionen, Moneyness, Ausübungsarten, Griechen und vieles mehr, was eben Einfluss auf die Optionen an der Stelle hat. Genau. Genauso noch zwei weitere kurze Lesetipps, die heute angesprochen wurden und die ein wenig den Hintergrund beschreiben, nämlich Zeitwertverfall. Darüber haben wir heute jetzt häufiger gesprochen. Deswegen haben wir hier noch einen kurzen Lesetipp mit dem Theta. Wer das vertiefen möchte, das findet ihr auch bei uns oder einfach Delta Value Optionen Theta suchen. Und was wir auch noch mitgeben können, wenn ihr es vertiefen wollt, die implizite Volatilität. Da findet ihr auch sehr ausführliche Artikel bei uns auf der Seite drüber, komplett kostenlos. Delta Value implizite Volatilität. Und da gehen wir dann auch tiefer auf die Faktoren ein, die jetzt hier dann eine große Auswirkung dann entsprechend auch auf die Option haben können. Genau. So, ansonsten sind wir auch nicht mit leeren Händen gekommen. Wir wollen euch noch eine Kleinigkeit schenken und auch mitgeben. Wir haben einen Guide zusammengestellt für diejenigen, die vielleicht auch schon in einer anderen Webinarreihe von uns mit dabei waren. Gerade wenn der Einstieg für Optionen noch bevorsteht oder man gerade dabei ist, gibt es ein kostenloses PDF. Könnt ihr sofort runterladen, keine Eintragung notwendig. Das findet ihr unter deltavalue.de/captrader. Das könnt ihr eingeben und dann, ich kann es mal ganz kurz zeigen, öffnet sich folgendes PDF hier, wo dann nochmal quasi die Grundlagen erklärt sind, auch einige der Dinge, die wir heute jetzt hier besprochen haben, mit den einzelnen Diagrammen. Und gerade wenn ihr das Ganze vertiefen möchtet oder einen Einstieg finden wollt, können wir euch auch das nur ans Herz legen. Könnt ihr euch gerne kostenlos runterladen. Genau. Führt direkt zum PDF. Ich kann den Link versuchen, mal kurz in den Chat zu schreiben. Ich bin nicht sicher, ob ihr es alle seht. Ich helfe euch aber gerne kurz dabei. Moment. /CapTrader. Also genau, all diejenigen, ich sehe ihn auf jeden Fall. Sehr gut. Okay, damit würde ich sagen, kommen wir zum Fazit und auch Ausblick an der Stelle. Und wir gehen etwas tiefer rein. Wir haben heute also über einiges gesprochen, was vor allem die Übersicht der einzelnen Optionsstrategien, die handelbar sind, eben ergeben. Und jetzt wollen wir nochmal einen kurzen Einblick geben, wie man das Ganze dann umsetzen kann. Denn eine Sache, die wir hier jetzt noch
berücksichtigen müssen, wenn wir die Strategien umsetzen. Was ist denn jetzt entsprechend die Grundlage? Was sind die klaren Regelwerke, die ich jetzt einsetzen kann, um daraus eine konkrete Strategie abzuleiten, dass ich sage, okay, wenn genau das passiert oder genau das und das vorliegt, dann möchte ich das machen. Und da wollen wir euch einfach einen gewissen Eindruck geben von unserem Ausbildungsprogramm. So, will ich einfach mal hier starten, Philipp? Gerne. Genau. Bei uns gibt es verschiedene Stufen oder Ausbildungsprogramme, in denen man sich befinden kann. Und wir haben es gerade auch schon im Chat gesehen, es gibt verschiedene Erfahrungsstände. Bei uns ist die Basis, was wir vorhin auch in der Pyramide gesehen haben, immer mit dem Optionshandel verbunden und dann vor allem in Kombination mit Aktien. Das heißt, die richtige Aktienselektion, wie bewerte ich Aktien und wie überführe ich dieses Wissen dann auf Aktien und Einkommensstrategien auf Aktien, ist für uns immer die Basis, weil wir uns damit die Butter- und Brotstrategien zusammenbauen und da, je nachdem, was wir dann eben auch ins Portfolio mit aufnehmen können, auf jeden Fall einen sehr breiten Markt haben, in dem wir agieren können und das vor allem schon ein sehr, sehr großes Potenzial von Optionen dann eben auch ausspielen lassen. Denn egal, was wir an Optionsstrategien handeln, entscheidend ist immer der Basiswert und dass ich mich eben dann auch vernünftig positionieren kann. Das heißt, wenn ich vorher Aktien zum Beispiel bewerte, ich weiß, dass sie eine hochwertige Qualität haben, ich weiß, wo ungefähr das Bewertungsniveau ist, ist es natürlich in der Ausführung dann, also welche Strategien leite ich daraus ab und vor allem mit welchen Regelwerken, deutlich, deutlich einfacher und macht es dann auch deutlich zeitersparnisser oder ersparend in der Umsetzung, dass man dann eben auch sagt, okay, was handle ich denn jetzt? Genauso, was für viele Hürden darstellt, Verständnis der Handelsplattform. Die TWS ist einfach ein sehr, sehr großes Mittel oder ein sehr, sehr großes Tool, das uns ganz viel Möglichkeiten bietet, das aber auch so umzusetzen, dass man dann auch wirklich weiß, wie handle ich die Strategien, was sind die Konsequenzen davon. Das ist für uns immer eine ganz hohe Priorität, dass man das Ganze eben auch in der Praxis umgesetzt bekommt. Ja, Livehandel ist für uns selbstredend. Alles, was wir auch an Optionsstrategien umsetzen, kommt von uns aus dem Eigenhandel. Das heißt, wir haben genauso unser Geld in diesen Strategien investiert und genau das machen wir dann in unseren Ausbildungsprogrammen auch zugänglich. So, darüber hinaus noch ein paar Dinge, über die wir schon gesprochen haben. Portfolio, Psychologie dort hinter und was wir auch immer für uns schon im eigenen Handel entwickelt haben, sind verschiedene Tools, die uns einfach eine Abkürzung geben, die uns bestimmte Dinge erleichtern und auch die machen wir eben zugänglich. Und das ist hier Bestandteil des Grundprogramms, geht immer zwischen 3 und 12 Monaten Theorie und dann aber ganz wichtig, vor allem mit dem Fokus auf Praxis, dass man schnell in die Umsetzung kommt und dann auch davon profitiert, dass man weiß, wie positioniere ich mich mit Optionen, wie kann ich Optionen handeln, um dann auch wirklich ein regelmäßiges Einkommen daraus zu generieren. Okay, das mal dazu. Soweit zum Grundprogramm. Genau. Gehen wir eine Stufe tiefer. Genau. Warum könnte man jetzt noch mehr handeln? Na, zum Beispiel, wenn man sagt, es gibt weitere Strategien an den Börsen, die sind jetzt nicht korreliert mit den Aktienmärkten. Das heißt, die geben mir Zusatzrenditen, die ich extra ins Portfolio nehmen kann. Da kann ich extra für Margin nutzen, aber gleichzeitig bin ich gar nicht abhängig vom Aktienmarkt. Also wenn der Aktienmarkt fällt, ist es diesen Strategien in aller Regel völlig wurscht oder sie profitieren sogar extra davon. Deswegen machen solche Strategien das Portfolio immer stabiler, reduzieren die Schwankungen, erhöhen die Rendite, die ich nochmal pro Jahr erzielen kann. Und ja, die Entwicklung ist einfach generell sehr viel stabiler. Ich habe breitere Einkommensstrategien, wenn man so will. Ja. Wir verbessern uns einfach, wir erweitern unseren Strategieschatz. Und was wir bei uns im Folgeprogramm eben schon seit langer Zeit lehren, ist auch das Denken in anderen Asset-Klassen. Es gibt Asset-Klassen wie Aktien, die dadurch bestechen, dass sie regelmäßige Gewinne erzielen und ausschütten. Es gibt aber auch Asset-Klassen wie Rohstoffe oder eben Rohstoff-Futures, die eben kein Geld ausschütten. Ihr wisst das, Gold wird oft kritisiert, weil es ja keine Zinsen abwirft. Ja, Gold-Futures als Rohstoff natürlich dann auch nicht, aber auch zum Beispiel ein Future auf Rohöl, auf Erdgas, aber auch auf tiefgekühlten Orangensaft und was es alles an Futures gibt, ist eben auch nicht auszahlend. Deswegen brauchen wir andere Analysemethoden für die Rohstoffe, haben dort aber dann als Belohnung einen super Werkzeugkasten an komplett unkorrelierten Strategien, wunderbar mit Optionen handelbar. Und das bringen wir dort eben unter anderem bei. Es geht aber noch viel weiter. Wir gehen auch über implizite Volatilitäten. Das haben wir auch heute zum Teil kurz erwähnt. Das kann man aber auch als Produkt handeln. Ihr kennt vielleicht den VIX als Index, den Volatilitätsindex.
Den werden wir dort sehr genau besprechen und auch hier Handelsstrategien ableiten. Dritter Punkt, Indexoptionen. Das wären zum Beispiel Optionen auf Indizes wie der S&P 500. Das sind eigentlich ja Aktienmarktindizes, also müssten die doch eigentlich korreliert sein mit Aktien. Richtig gemacht sind sie es aber doch nicht. Ja. Ich kann die auch marktneutral handeln, indem ich einfach gewisse Optionsstrategien nutze, ja, die wir vorhin zum Beispiel besprochen haben. Straddles, Strangles auf der Short-Seite, Iron Condors, das sind Dinge, mit denen wir Indizes handeln würden. Die würden wir übrigens nicht mit Spreads handeln, wie das manche machen. Wir empfehlen da wirklich komplett marktneutrale Optionsstrategien. Super Ergänzung weiterhin. Wir können auch bärische Optionsstrategien handeln. Das heißt, wir handeln weiterhin auf Aktien Optionsstrategien, aber wir selektieren die so aus, dass wir eine bärische Meinung haben auf die Aktie. Das heißt, die sind sogar nicht nur unkorreliert, sondern sogar antikorreliert zum Aktienmarkt. Geht der Aktienmarkt generell mal runter und vielleicht unsere Aktienposition, die wir direkt halten, auch etwas unter Druck, habe ich immer guten Gewissens ein paar Positionen, die gleichzeitig einen Gewinn schießen. Das macht das Ganze auch robuster und wirklich sehr, sehr angenehm in solchen Phasen. Damit einhergehend auch Absicherungsstrategien, um etwas zügiger drüber zu gehen, also dynamische Hedging-Strategien auf Einzelaktien oder das Gesamtportfolio mit ein bisschen Timing-Faktor dabei, sogenannte Zero-DTE-Strategien, also Strategien auf Indizes mit Restlaufzeit von 0 Tagen, die also quasi nach Börsenschluss fällig sind, sind teilweise falsch bepreist. Das kann man sich zunutze machen, indem man mit richtigen Strategien dort einfach extra Einkommen einsammelt, auch das marktneutral und wie immer natürlich der Live-Handel. Da die Klaviatur an Strategien breiter wird, ergibt es total Sinn, dass wir hier nochmal separate Live-Handel-Sessions pro Woche on top anbieten. Das heißt, wir handeln ja quasi in mehreren Sessions pro Woche, um da wirklich maximal nicht nur die Theorie zu zeigen oder die Logiken, sondern auch wirklich über den Bildschirm zu zeigen, wie wir es umsetzen. Alle Programme, alle Punkte aus dem Grundprogramm sind natürlich sowieso dabei. Und da die Strategien hier so breit sind, empfehlen wir auch immer einen Betreuungszeitraum hier von mindestens 12 Monaten, gerne auch deutlich länger. Das wird auch gerne angenommen, weil man dann sowieso profitabel handelt und sich diese Kosten immer sehr schnell amortisieren. Das also unser erweitertes Folgeprogramm. Genau. Vielleicht nochmal zu unterstreichen, Philipp hat das gesagt, das ist als Handwerkskasten zu verstehen. Es gibt nicht immer die Möglichkeit, dass aus allen Strategien immer Signale kommt, aber dadurch, dass wir uns immer bedienen können, können wir uns da dann eben im Portfolio wirklich robust ausstellen und machen uns dann eben das Beste aus der Welt zunutze, wenn es gerade da ist. Okay, dann gehen wir noch eine Ebene tiefer. Das haben wir auch als obere Basis bei uns gerade schon am Anfang in der Pyramide genannt und dann ist es in der Vertiefung, wenn wir noch stärker auf der strategischen Ebene der Vermögensverwaltung gehen. Das heißt, die vermögensverwaltende GmbH oder Trading GmbH ist für den einen oder anderen vielleicht ein Thema. Da gibt es auch Besonderheiten, die wir einfließen lassen können. Wir haben da aber auch genauso in der Zusammenarbeit mit Steuerberatern, die vor allem in der Gestaltung tätig sind, das Thema aufgearbeitet, dass man von der Gründung über die Organisation bis hin zur strategischen Einordnung, welche Strategien machen denn dann zum Beispiel Sinn überhaupt in der vermögensverwaltenden GmbH, das Ganze einordnen kann und dann für sich vor allem auch in die Praxis überführt. Dabei begleiten wir dann entsprechend auch. Themen, die vor allem mit größeren Konten dann einhergehen, sind dann oftmals optimale Vermögensstruktur. Also was ist überhaupt meine Zielsetzung, die ich verfolgen möchte? Und dementsprechend kann ich mein Portfolio dann nochmal im Besonderen gestalten. Das sind dann vor allem Themen, wie gewichte ich bestimmte Strategien, die wir jetzt hier gesehen haben und welche Sachen nehme ich vielleicht auch in welcher Gewichtung dann eben in ein Portfolio auf. Und darüber hinaus, je individueller die Ziele sind, desto individueller kann auch das Research sein. Das heißt, auch da reichern wir gerne an, um die Themen bei uns aus dem hauseigenen Research, die dann vielleicht noch einen Einfluss haben soll, wenn man zum Beispiel so Themen hat mit Fremdwährungen oder Anleihen. Wenn man sagt, also das sind Themen, die noch berücksichtigt werden sollen, dann ist das für uns die Stufe noch darüber. Und auch hier immer quasi alles, was da drunter liegt, ist wieder mit drin. Und auch hier, wie Philipp es gerade auch schon beim Folgeprogramm gesagt hat, da sind die Betreuungszeiträume gerade in der Zusammenarbeit 12 Monate plus. Und zwar, weil wir da vor allem nur noch oder fast ausschließlich in der Praxis sind und dementsprechend natürlich auch da dann den profitablen Handel begleiten. Wer sich etwas tiefer damit beschäftigen möchte, vor allem welche Erfahrungen damit andere gemacht haben, der wird bei uns auf der Webseite fündig. Da haben wir knapp 100 Kundeninterviews in Videoform aufgezeichnet, dass man genau auch sieht, wie dann das Ergebnis aussehen kann. Und
Von daher würde ich da einfach auf die Webseite verweisen und würde sagen, wer sich jetzt dafür interessiert, dem wollen wir die Möglichkeit geben, sich einfach mal unverbindlich zu informieren. Das Ganze kam auch gerade schon als Frage im Chat. Das heißt, wer jetzt in das Thema einsteigen möchte, wer auf der Suche nach Strategien ist, dem können wir unser kostenloses Erstgespräch jetzt einfach anbieten. Was wir darin erreichen wollen, ist vor allem, dass wir die Ziele verstehen wollen. Passen die Ziele, die die Ausbildungsprogramme auch erreichbar machen, zu euren Zielvorstellungen? Das wollen wir abgleichen, genauso wie den Erfahrungsstand. Wir haben auch hier im Webinar gesehen, es gibt unterschiedliche Erfahrungsstände, die vorherrschend sind. Das heißt, vielleicht ist das eine relevant und bei dem anderen ist man noch gar nicht so tief im Thema drin. Das gleichen wir auch vorher ab. Ist das Ganze umsetzbar? Also passen auch die Rahmenbedingungen im Konto zum Beispiel oder was ist auch notwendig, um die einzelnen Strategien umzusetzen? Das ist für uns ganz wichtig. Und wenn man dann eben einsteigen möchte, auch einen Ausbildungsplatz zu reservieren. Und ganz wichtig, das ist heute im Webinar in begrenztem Maße möglich. Wir nehmen uns auch gerne gleich noch Zeit für individuelle Fragen. Da kann man sie direkt im 1:1 stellen und man kann vor allem einen diskreten Rahmen dann auch alles stellen, was man vielleicht jetzt hier in einem öffentlichen Webinar nicht fragen möchte. Wenn ihr sagt, möchte ich gerne jetzt mehr erfahren, dann könnt ihr jetzt ein kostenloses Erstgespräch vereinbaren auf deltavalue.de. Dafür könnt ihr einfach das Formular ausfüllen und wir melden uns dann in den nächsten 24 Stunden beziehungsweise jemand bei uns aus dem Team. Und ich würde sagen, gehen wir mal kurz hier, ich zeige das mal auf der Webseite. Wenn ihr auf deltavalue.de geht, dann sieht das so oder so ähnlich aus. Hier gibt es einen Button, der hier zu finden ist und dann kommt ihr auf dieses kurze Formular an der Stelle und da könnt ihr das Ganze dann kurz eintragen, Name, E-Mail-Adresse, Ziele und Herausforderungen, dass wir uns auch bestmöglich auf das Gespräch vorbereiten können und dann sprechen wir schon in den nächsten Tagen miteinander und finden gemeinsam heraus, wie wir euch an der Stelle weiterhelfen können. Okay, das erstmal dazu und jetzt sind wir gerne noch für offene Fragen da und da würde ich jetzt gleich einmal kurz den Chat sichten. Genau. Vielen Dank schon mal bis dahin, wenn ihr so lange die Aufmerksamkeit aufrechterhalten konntet, auch trotz den ganzen Optionsstrategien. Hoffe, ihr konntet schon mal einiges mitnehmen. Wir gehen durch die Fragen jetzt gleich durch. Hab selber übrigens um 20 Uhr heute gleich eine Ausbildung wieder heute Abend mit der nächsten Gruppe, würde mich also gleich verabschieden. Wollte aber kurz vorher fragen, wenn ihr den Eindruck hattet, ihr habt heute was mitgenommen, sei es einzelne Optionsstrategien oder sei es im Konkreten die Aufgliederung der Strategien nach Marktlage und ihr habt dort wirklich Erfahrungen mitgenommen oder Inspirationen, dann lasst es uns doch gerne kurz wissen, indem ihr einfach eine Eins in den Chat schreibt. Wenn ihr sagt, nein, da war jetzt nichts Neues dabei, ist es auch kein Problem. Einfach vielleicht kurz Feedback dazu schreiben, was ihr euch wünschen würdet fürs nächste Mal, weil wir machen sicherlich hier und da auch mal wieder ein Webinar mit CapTrader und dann können wir das zumindest mitnehmen, berücksichtigen. Wir würden uns einfach sehr freuen, kurz von euch ein Feedback zu bekommen. Ja. Perfekt. Da sind noch einige direkt an den Tastaturen. Auf die Fragen kommen wir eh gleich zu sprechen. Genau, genau. Ja, da sind schon einige, die auch bei den letzten Webinaren mit dabei waren. Schön, euch wiederzusehen. Genau. Auf der Invest in Stuttgart sind wir leider nicht dieses Jahr, aber wer weiß, vielleicht nächstes Jahr. Genau. Super. Okay. Vielen Dank. In dem Sinne würde ich kurz sagen, die Fragen könnt ihr gleich noch an Philipp Malte stellen. Ich muss da ein bisschen Abgang machen, weil ich noch kurz vorher eine kurze Pause brauche vor der nächsten Session. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr anwesend seid. Wir hören uns sicherlich wieder an der einen oder anderen Stelle. Ich wünsche euch allzeit gute Investments, gute Optionstrades auf jeden Fall und bleibt gesund. Von meiner Seite schon mal bis zum nächsten Mal und viel Spaß noch mit der letzten Minute. Ciao. Servus. Genau. Mach's gut. Also, dann ich scrolle im Chat einfach mal hoch und nehme noch das, was ich hier sehe. Wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr die gerne auch unten ergänzen. Und dann würde ich sagen, gehen wir die einfach durch. Also, Johanna Schwarz hat er erst gefragt, welche Absicherungsmöglichkeiten gibt es ansonsten noch beim Optionshandel? Ich glaube, das haben wir schon zu einem Großteil beantwortet. Wenn wir eine konkrete Meinung haben und eine starke Meinung haben, können wir zum Beispiel durch den direkten Kauf einer Put-Option sagen, ich möchte jetzt fallende Märkte mit absichern. Wenn ich das in konkreterem Rahmen machen möchte, also je konkreter meine Vorstellung ist, desto mehr kann ich auch andere Optionsstrategien mit einsetzen. Absicherungen, wenn wir uns damit auch in den Ausbildungsprogrammen beschäftigen,
sehen wir immer in einem größeren Kontext. Wenn ich ganz konkrete Situationen habe, die ich absichern möchte, ist es einfach, das in Optionen umzusetzen. Ich kann allerdings auch den Weg gehen, dass ich mein Portfolio von vornherein so strukturiere, dass es deutlich robuster ist. Das heißt, dass ich gar nicht diese Sorge haben muss, was passiert denn jetzt, wenn der Markt fällt, weil ich einfach nur einen Teil in Strategien gewichtet habe, die sofort mit dem Markt korrelieren und einen anderen Teil der Strategien habe, die sich komplett marktneutral im Verhältnis zum Aktienmarkt bewegen. Und das heißt, dadurch wird auch der Handel insgesamt entspannter, weil das Portfolio einfach eine gewisse Struktur aufweist. Genau. Dann hier mehrfach die Frage nach der Aufzeichnung. Das muss einmal an CapTrader gestellt werden. Es gibt aber einen entsprechenden Kanal, bei dem ansonsten auch die alten Webinare zur Verfügung gestellt wurden. Dann kam hier eine Frage, Praxisfrage, der Short Strangle, wäre das etwas für den Rohstoffmarkt Cotton zum Beispiel oder lieber Short Call bei Cotton? Im Endeffekt ist es immer von der Strategie abhängig, was du erreichen möchtest. Das heißt, da müsste man ein bisschen mehr den strategischen Kontext verstehen, was jetzt genau die Erwartung ist. Wenn du sagst, du möchtest jetzt hier auf fallende Märkte setzen und damit Prämieneinnahmen generieren, kannst du das natürlich in Rohstoffen mit ungedeckten Optionen machen. Wir haben es aber vorhin natürlich gesagt, wenn wir dort dann den Fall haben, dass der Markt dann doch steigt oder sich das Ganze nicht so entwickelt, dann haben wir gerade im Future-Markt einfach eine sehr hohe oder sehr hohe Multiplikatoren und des Gegenwertes der einzelnen Optionen. Dessen muss man sich bewusst sein. Das heißt, in Rohstoffmärkten kann es durchaus Sinn machen, sich dann eben mit Spreads zu beschäftigen, einfach aufgrund dieses Black Swan-Events, wenn dann doch der Markt mal stark in eine Richtung geht, dass man da eben dann nicht komplett unlimitiert im Risiko im Markt ist. Ja, dann haben wir hier eine Frage, was passiert bei Spread-Strategien, wenn der Kurs zwischen dem gekauften und verkauften Put am Ende der Laufzeit liegt? Die Frage lässt sich in der Endeffekt so beantworten, am Ende der Laufzeit wird jede Option technisch einzeln abgerechnet. Das heißt, ich kann bei jeder Option am Ende der Laufzeit prüfen, ist diese im Geld oder nicht. Das macht CapTrader genauso, beziehungsweise die Clearingstelle, die dahinter steckt. Und dann wird einmal geschaut, hat diese Option entsprechend eine Konsequenz? Also bei einer verkauften Put-Option zum Beispiel muss ich jetzt den Basiswert kaufen oder bei einer gekauften Option darf ich den Basiswert jetzt verkaufen, weil er einen entsprechenden Gewinn hat. Das heißt, egal was ihr euch an Strategien anguckt, egal wie komplex es ist, am Ende der Laufzeit werden alle Optionen technisch einzeln abgerechnet. Das heißt, kommt es zur Einbuchung oder nicht, müsst ihr immer auf der Ebene jeder einzelnen Strategie oder jeder einzelnen Option beantworten. Die Strategie, die sich aus mehreren Optionen zusammensetzt, ist erstmal nur ein Konstrukt, das ein gewisses Risiko abbildet an der Stelle. Jede Option wird aber am Ende der Laufzeit einzeln abgerechnet. Ja, dann hier die Frage, gekaufte Optionen müssen ständig beobachtet werden und gegebenenfalls geschlossen werden. Ja, je nachdem, wie sich die Markterwartung entwickelt oder was man auch umsetzen möchte, macht es natürlich Sinn, da auf den Positionen, auf die Positionen Blick zu haben. Bei den verkauften Optionspositionen haben wir oftmals den Vorteil, dass wir da deutlich entspannter sind, weil wir jetzt gar nicht so auf die Bewegung der Märkte angewiesen sind. Ja, dann gibt es noch einige Fragen zum Ausbildungsprogramm an sich, was das Ganze mit beinhaltet. An der Stelle würde ich einfach auf das Erstgespräch verweisen. Da kriegt ihr alles an Informationen auch vorab unverbindlich und könnt euch erstmal einen Eindruck verschaffen. Und wenn dann der Rahmen passt, dann wird im Endeffekt ein Erstgespräch vereinbart. Das heißt, nehmt das gerne in Anspruch und dann könnt ihr da euch die Informationen einmal rausziehen. So, dann haben wir hier, könnt ihr kurz erläutern, Indizes handelt ihr mit Iron Condors oder womit sonst, aber nicht mit Spreads? Danke. Also, ein Iron Condor ist ja nur die Kombination aus zwei Spread-Positionen, einem Bullput-Spread und einem Bear-Call-Spread. Und das heißt, man kann Indizes auf jeden Fall mit Iron Condors handeln. Bei Indizes ist es hier auch wieder stark strategieabhängig. Das heißt, es gibt hier gar nicht unbedingt eine pauschale Aussage. Es gibt auf jeden Fall Strategien, die Sinn machen, im Indizebereich mit Iron Condors zu handeln. Hier sind dann eben Einflüsse, vor allem, was für eine Laufzeit handle ich, wie lang ist auch die Handelsspanne, über die ich jetzt eine Idee abbilden möchte und so weiter.
Für uns gibt's immer Strategien nur, wenn ein klares Regelwerk besteht. Und im Regelwerk muss dann auch berücksichtigt sein, was ist der Einstieg, was ist der Ausstieg, was passiert, wenn eine Position gegen mich läuft und wann reagiere ich eben. Von daher, je nachdem, was ich für eine Erwartungshaltung habe, kann ich auch Spreads handeln. Wenn ich zum Beispiel eher von steigenden Märkten oder so ausgehe, dann macht das durchaus Sinn. Okay, dann haben wir hier, wie unterscheidet sich ein Long Call und ein Long Put hinsichtlich der Volatilität? Denn bei einem erfolgreichen Long Call sinkt ja tendenziell die Volatilität. Ist daher ein Long Put gerade besser als ein Long Call? Also erstmal gekaufte Optionen verändern sich in der Optionsbepreisung, wenn die Nachfrage nach diesen Optionen steigt. Und die implizite Volatilität ist eben ein Einfluss, der dazu führen kann, dass Optionen im Wert steigen, weil einfach mehr Nachfrage da ist. Wenn höherer Absicherungsbedarf nach oben da ist, dann steigt die implizite Volatilität und das ist vor allem dann spürbar bei den Call-Optionen. Auf der unteren Seite, wenn die Kurse also tendenziell eher fallen, ist das Ganze auf der Unterseite bei den Puts der Fall. Und das heißt, es gibt hier gar nicht die große Unterscheidung, was ist jetzt besser, Long Call oder Long Put, sondern eher ausgerichtet an dem, was ich jetzt an der Stelle auch erwarte. Ich kann, wenn ich nur auf die Volatilität handeln möchte oder eine Veränderung der Volatilität, kann ich ansonsten auch beides mit hinzunehmen. Das haben wir vorhin auch kurz auf der Übersicht gesehen. Philipp hatte sich da ja nochmal separat ein paar Worte zu gesagt. An sich ist es aber ansonsten so, dass Long Puts in der Tendenz stärker einen stärkeren Einfluss haben von der Volatilität, weil im Durchschnitt einfach der Absicherungsbedarf höher ist. Das heißt, die Nachfrage nach Long Puts ist auch höher. Das heißt, wenn sich da die Volatilität verändert, vor allem bei fallenden Märkten, ziehen diese öfter oder in vielen Fällen einfach stärker an. So, hat das Rollen von Optionen Einfluss auf die Wash-Sale-Rule? Nein. Im Endeffekt ist das Rollen von Optionen technisch nur zwei Aktionen hintereinander. Ich schließe ein bestehendes Geschäft und eröffne ein komplett anderes. Von daher hat das damit nichts zu tun. Welche Indizes handelt ihr grundsätzlich? Ich habe mir den MSCI World angesehen und nur den URTH-ETF gefunden, der ziemlich illiquide ist. Ja, das ist bei Indizes auf jeden Fall ein Thema. Welche bieten sich denn überhaupt an? Da muss man sich ein bisschen vertiefen, auch da, um eben zu schauen, welche Märkte möchte ich denn überhaupt handeln. Wir haben im amerikanischen Markt auf jeden Fall einige sehr liquide ETFs oder man handelt den Index direkt. Das sind zwei Möglichkeiten. Am Beispiel des S&P 500 wäre das zum Beispiel der SPX oder der SPY, wo wir auf der einen Seite den direkten Handel des Index zum Beispiel haben, aber ansonsten auch einen Ableger des, als ETF, der dann auch etwas günstiger ist und einfach runtergerechnet ist. Und da haben wir einfach einen ETF dahinter, wo wir prinzipiell den Basiswert auch eingebucht kriegen könnten. Und das ist quasi an der Stelle, was der Fall ist. Ja, warum sind die Zero-DTE-Optionen manchmal falsch bepreist? Da müssten wir quasi ein separates Webinar zu machen. Aber in vielen Fällen haben wir einfach eine, um es kurz zu halten, eine Überbezahlung, sowohl bei den Optionen im Allgemeinen. Und das ist mit einer der Vorteile, den man sich zunutze machen kann, vor allem im jetzigen Marktumfeld. Okay, ich glaube, damit haben wir alles an Fragen noch durchbekommen. Wenn noch was offen ist, würde ich sagen, jetzt einmal Last Call, schreibt das gerne kurz in den Chat und ansonsten alles andere an Fragen, kommt damit gerne ins Erstgespräch auf deltavalue.de, könnt ihr euch jetzt gleich ansonsten auch gerne noch einen Termin vereinbaren, dann sprechen wir in den nächsten Tagen miteinander und können da auch noch gerne tiefer drauf eingehen. Okay, ich glaube, wir haben soweit durch. Dann kann ich mich auch nochmal bedanken an der Stelle. Vielen Dank für den gesamten Input. Vielen Dank für euer Mitwirken, für die ganzen Fragen und auch im Chat.
Genau, da kommt es auch schon perfekt. Vielleicht hören wir den einen oder anderen. Ich sehe auf jeden Fall schon parallel, dass einige das Erstgespräch in Anspruch genommen haben. Von daher freuen wir uns auch da auf die Gespräche. Danke auch schon mal für das Vertrauen, was ihr da mitbringt. Und ich würde sagen, wir werden uns gerne bei einem der nächsten Webinare hier auch bei CapTrader wiedersehen. Wenn ihr ansonsten Themen habt, wendet euch gerne an uns. Ansonsten kann ich auch nur so verbleiben. Euch erstmal noch einen wunderschönen guten Abend. Allzeit gute Investments und macht's gut.